Hallo Sepp, da sind wir schon wieder. Hallo Möpor. Schönen guten Abend. Ja, dir auch. Wie geht es dir? Ja, ganz gut. Irgendwie war der Sonntag anstrengend. Ich weiß auch nicht. Och. Hast du, oh, jetzt ist hier irgendwas. Habe ich meine Webcam angefasst? Jetzt ist das Bild eingefroren. So, jetzt geht's wieder. Ja, okay. Hallo Psils. Hallo, guten Abend. Und du, habe ich das richtig gelesen? Du bist schon durch mit Mario Galaxy? Ich bin schon durch, ja. Das hat ja nur 12 Stunden gedauert. Wieder durchgeskillert. Ja, genau. Wie man mich kennt. Ja. Kam jetzt schnell vor, aber gut 12 Stunden. Wie viele Tage? 4 Tage gestreamt oder so? Drei. Je 4,5 Stunden so gemacht. Ja. Und ja, das war ein sehr, 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 sehr gutes Spiel. Also eine Welt ist jetzt noch da. Ja. Ich habe Bowser halt besiegt, aber jetzt kommt halt diese eine Special-Welt noch. Aber das reicht mir erstmal. Ja. Also es wäre halt echt geiler, wenn es nicht mit der Wiimote zu steuern wäre. Ja. Ich muss mal gucken, vielleicht, ich habe es ja auf dem Emulator gespielt, ob ich mir das irgendwie auf meinen Xbox Gamepad mappe. Und dann damit Steuer. Ja, also auch den Cursor irgendwie, geht das? Ja, ich habe ja 2 Analog-Sticks hier dran. Also, das ist wohl die gängige Art. Ich weiß nicht, ob das dann wirklich so gut und genau ist. Ja. Aber sonst muss ich das halt kurzzeitig dann mit der Maus machen oder so, weiß ich nicht. Ja. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Einfach mit der linken Hand am Gamepad spielen, also bewegen. Und springen. Und dann mit der Maus die anderen Tasten irgendwie. So ähnlich wie ein Steam-Controller. Ja. Aber. Ja, naja. Das war ja auch so ein bisschen die Idee hinterm Steam-Controller. Was ist aus dem eigentlich geworden? Wird der noch benutzt oder ist der irgendwie weg? Ich glaube, der wurde zum Ende hin verschenkt sogar. So wie der Steam-Link auch. Aber ich hatte mal einen. Und ich fand den eigentlich ganz gut. Also das war natürlich ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil der hatte ja anstatt eines rechten Analogsticks hatte der so ein Touchpad für den Daumen. Also wie am Notebook. Ja. Und dann konntest du dich damit umschauen und das hat erstaunlich gut funktioniert. Also ich habe damit komplett Portal 2 durchgespielt und auch Dishonored. Oh, ja, nicht schlecht. Ja. Hallo Tassilo, wird nicht mehr produziert und dürfte nicht mehr offiziell verfügbar sein. Ja, schade. Und Obi ist auch da. Hallo Obi. Ja, bevor du nochmal sagst, wie du Mario Galaxy fandest. Nee, genau, ich hatte auch nur gehört, dass es eigentlich ganz gut funktioniert haben soll. Und ja, aber dann habe ich irgendwie nichts mehr davon gehört, nachdem der neu war. Ja, es ist sehr schade eigentlich. Also, weil das war auch wirklich mal endlich hat sich der Controller mal wieder weiterentwickelt. Ja. Wenn man sich anguckt, dass jetzt irgendwie der PS5-Controller im Grunde aussieht. Du hast schon wieder Mauscursor im Gesicht. Sorry. Ja. Im Grunde immer noch das gleiche Layout hat wie der. Bei der PS1 gab es dann schon den Controller mit den Joysticks dran, ne? Erst kam die PS1 ohne Joysticks, dann kam der N64 und dann hat die PlayStation nachgezogen, ne? Dass sich seitdem praktisch nichts verändert hat, das ist schon krass. Und also das, Nintendo sind die einzigen, die ab und zu mal was Neues machen. Aber an sich ist der Switch-Controller ja auch sehr klassisch. Ja, da sind sie ja wieder back to the roots. Also beim PlayStation-Controller, da fahren jetzt ja alle total auf diese Rumble-Funktion ab. Ja. Aber da höre ich auch nur immer, das ist jetzt genauso toll wie bei der Switch. Ja, ja, wow. Das dachte ich nämlich auch. Da wurde doch auch dieses HD-Rumble, das wurde doch von allen nur belächelt. Und jetzt spielen sie Astrobot und boah, du merkst wirklich, ob du über Glas oder über Schnee gehst. Ja. Aber wenn die Spiele das nicht implementieren, dann hast du auch nichts davon. So war es bei der Switch ja leider auch. Da wurde ja auch, wie hieß das Spiel da, was da am Anfang mit rauskam? Ja, One to Switch. Play. Ja, Want to Switch. Habe ich leider nie gespielt, aber wurde ja auch gesagt, dass man da wirklich irgendwie dieses Glas schütteln kann mit Würfeln oder so drin und dann fühlt, wie viele Würfel. Ja, genau, dann so eine Kugel musst du schätzen, wie viele Kugelchen da drin sind. Das hat halt wirklich funktioniert.
Das Problem war da, glaube ich, dass das Spiel 20 Euro gekostet hat. Und Astrobot ist, glaube ich, umsonst und deswegen spielen das halt auch alle. Genau. Ja, das hat mich auch ein bisschen geärgert, weil ich sehr viel Spaß mit Wii Sport hatte, was ja bei der Wii dabei war, und auch mit Wii Play, was ja bei dem Controller quasi mit dabei war, wenn man sich einen zweiten Controller gekauft hat. Stimmt, ja. Ja, das fand ich schade, dass das bei der Switch nicht irgendwie günstig mit dabei war. Und bei der Wii U gab es ja auch noch so eine Spielesammlung. Die habe ich dann, glaube ich, irgendwie digital gekauft, aber auch nicht viel gespielt. Aber die Wii U ist, davon reden wir besser nicht. Ja, das Nintendo Land meinst du, ne? Ja, genau. Ja, das war ja leider auch nicht umsonst, aber das war auch so toll eigentlich. Also, das war eine richtig tolle Tech-Demo eigentlich. Ja, wobei also ich habe es dann relativ spät erst geholt, also nachdem ich halt schon ein bisschen Wii U gespielt habe. Und ich habe noch nicht mal alle Minispiele ausprobiert, muss ich zu meiner Schande gestehen. Also das Okay. war dann halt für einen Partyabend haben wir es halt einmal Ja. geholt und dann halt gespielt und danach eigentlich nicht wieder. Es ist halt, die Wii U ist leider ja auch so ein Fall, wo einfach die Möglichkeiten nicht ausgenutzt wurden. Also. Ja, aber also wenn selbst Nintendo es nicht schafft, die Möglichkeiten richtig Ja. auszunutzen, dann haben sie halt auch irgendwie was falsch gemacht. Muss Ja. man irgendwie dann doch zugeben. Obi sagt, es ist weniger Rumble, sondern haptisches Feedback mit Widerstand. Das geht schon etwas weiter. Bleibt aber abzuwarten, ob es auch ausgenutzt wird. Ja, ich habe mich mit dem Thema noch nicht so genau weiter auseinandergesetzt. Aber was heißt denn dann haptisches Feedback? Wie wird denn das technisch? Es wird doch trotzdem mit Motoren umgesetzt, die sich Also vielleicht, dass bewegen, du die, oder? die Trigger irgendwie schwieriger reindrücken kannst nur oder so. Irgendwas hatte ich da auch, aber ja, ich bin da auch zu schlecht informiert, um da jetzt drüber sagen zu können. Aber das war doch auch schon, war das nicht beim Xbox One Pro Controller so, dass der Rumble in den Triggern hatte oder so? War Das das da weiß ich nicht auch nicht. schon? Aber wie gesagt, weiß ich leider nicht genug drüber Bescheid. Wie das Rumble bei den Switch-Controllern funktioniert, das kann man sehr schön bei Nintendo Labo ausprobieren, weil man da ja sozusagen selber Spielchen programmieren kann, mehr oder weniger, oder so kleine Ideen. Und da kann man quasi ja auch schon das Rumble direkt steuern. Und Ah, jo. da kann man halt dann genau einstellen, mit welcher Frequenz das Ganze rumbelt, also es wird halt in einer Frequenz in Hertz gemessen und das ist dann wirklich ganz interessant. Da gibt es noch diese Funktion, es gibt ja das Klavier von Nintendo Labo Ja. und da gibt es eine Funktion, dass man den Controller sozusagen auf irgendeine große Kiste oder sowas, also eine Pappkiste oder so legen kann. Dann die Tasten vom Klavier drückt und dann vibriert halt der Controller mit einer bestimmten Frequenz, die eben der Tonfrequenz des gedrückten Tons auf dem Klavier entspricht. Und dann hörst du den Ton, wie er sozusagen über eine Pappbox oder so oder irgendwas, was halt Wow. als Resonanzkörper funktioniert. Ja. Und egal, wo du es drauflegst, also je besser der Resonanzkörper ist, desto mehr hörst du einen Ton und ja, damit kann man auch ganz, ganz lustig rumspielen. Ich hatte nur gesehen, da gab es ja auch diesen kleinen, ich nenne es mal Käferroboter, den du Genau, auch durch ja. das Rumble lenken konntest, weil er dann entweder auf der linken Seite so stark vibriert, dass sich das Teil vorwärts oder rückwärts schiebt, oder halt auf der anderen. Das fand ich auch Ja, super genau. beeindruckend. Ja, das waren wirklich auch nochmal interessante Spielereien da. Die Trigger haben einen adaptiven Widerstand, sagt Obi. Sie vibrieren nicht einfach nur, sondern machen es schwerer, sie zu betätigen. Gut, das ist neu, das hatten wir noch nicht, ne? Das ist natürlich ganz cool. Ja. Ja. Aber ja, auch da fragt sich dann, also bleibt die Frage, wie das implementiert wird, weil das dann ja wahrscheinlich diese Hardware auch PlayStation-exklusiv ist. Wenn ein Entwickler vor der Entscheidung steht, das dann nur für die PlayStation-Version einzubauen. Eher Und zu nicht. testen mit allem drum und dran. Ja. Also es wird dann ein paar Titel geben, ein paar Exklusivtitel. Ja.
Es muss halt so geil sein, dass sich halt die anderen Konsolenhersteller das in die nächste Konsole oder in den nächsten Controller auch einbauen. Ja, aber es ist halt, ja, es ist dieses Wettbewerbsding wieder, ne? Also die nächste Konsolengeneration wird ja wahrscheinlich auch wieder 5 bis 10 Jahre jetzt dauern. Ja. Genau, das ist das Problem. Und vor allem, es muss einen Mehrwert bieten, der halt die teureren Produktionskosten der Controller dann sozusagen wieder aufwiegt. Und ja, das ist dann wieder schwierig. Mir ist noch eingefallen, dass ja der PlayStation 4 Controller ja im Grunde auch ein Touchpad mit drauf hat, ne? Mit dem man ja auch einen Mauszeiger steuern kann. Stimmt, klar, so. Der hat ja auch das Ding vorne drauf. Vielleicht könntest du das sogar, vielleicht kann man das sogar bei der Wii U oder da bei der Wii da drauf mappen, wenn du das mit einem PS4-Controller steuerst. Theoretisch ja möglich. Aber, oder die PS Vita hat ja auch sowas hinten drauf. Stimmt, das gab's auch noch, ja. Also, ja, neu. Quatsch, da geht es ja nicht darum, ob es neu ist, sondern das haben die ja im Grunde, denke ich, dann vom Steam-Controller übernommen, die Idee, ne? Was war zuerst, Steam-Controller oder PS Vita? Das weiß ich jetzt. Ich wollte gerade sagen, ich weiß das gar nicht so genau. Also bei der Vita, da war das aber auch, kenne ich genau ein Spiel, was das gut genutzt hat. Ja, dieses Escape Room-Spiel, war das das? Nee, ich meinte Tearaway. Ach so, ja, stimmt. Das hat ja sehr viele Features da genutzt. Genau, ne? Das nutzt sogar die Kamera. Von der Vita. Genau, das war erst ein Vita-Spiel und wurde dann. Genau, kam dann auf die PlayStation, ja. Genau, kam dann nochmal für die PlayStation. Ja, das war so super cool. Da ist nämlich. Dein Gesicht wird immer in der Sonne dargestellt. Das heißt, wenn du spielst und dann zufällig die Kamera so drehst, dass die Sonne im Bild ist, dann siehst du, wie du selber da gerade den Bildschirm anlachst. Das war immer sehr, sehr schön. Ja, genau. Es hatte die Wii U hatte ja auch eine Kamera in dem Gamepad. Stimmt. Es fällt mir auch gerade erst wieder ein, weil das ja nirgendwo benutzt wurde. Mir fällt jetzt nur ein, dass du im Multiplayer von Star Fox dann immer dein blödes Gesicht siehst, wenn du da mit dem Flugzeug rumfliegst und dann abgeschossen wirst und dann, weiß ich nicht, gibt es eine Großaufnahme, wie du sauer bist oder so. Obwohl bei Nintendo Land wurde es auch genutzt, ne? Ich glaube, bei dem Wario-Spiel konntest du dir auch, wenn du es im Multiplayer gespielt hast, für jeden Spieler nicht nur einen Namen eingeben, sondern halt auch ein Foto machen. Das finde ich eigentlich dann auch wieder cool, dass du anstatt so ein Mi, was die ja auch noch hatten, was ja auch, glaube ich, immer noch gibt. Ja, dass du dir nicht ein Mi machst, sondern einfach eben ein Foto machst und fertig. Und dann halt das da immer ist als Gesicht. Das finde ich eigentlich auch eine super coole Idee. Ja. Aber. So. Obi hat noch gesagt, selbst Nintendo mit den innovativen Controller-Konzepten sah sich ja irgendwie gezwungen, bei dem Pro-Controller das übliche Design zu wählen. Genau, und auch das von den Joy-Cons. Für die Switch ist ja das Button-Layout sehr, sehr standardmäßig. Und sie haben noch nicht mal richtige Trigger eingebaut, die ja beim GameCube die Neuheit waren, ne? Die sie da ja als großes Feature gemacht haben. Ich bin mir jetzt auch gerade nicht sicher, ob sie wirklich die Ersten damit waren, aber sie haben es uns ja bei Mario Sunshine als super tolles Feature verkaufen wollen. Nee, ich habe ja zufällig als Schreibtischunterlage so ein chronologisches Konsolenposter. Und da steht beim GameCube 2001 und die PS2 ist bei, Moment, 2000. Oh, die kam vorher. Gut, also müsste die PlayStation 2 vorher die analogen Trigger gehabt haben, ne? Ja. Wann kam die erste Xbox? Die kam 2001. Ach so, ja, okay. Dann war das ja auch definitiv danach erst. Mit dem Riesencontroller. Ja, ich glaube, die PS2 hat aber auch die Face-Buttons mit Sensibilität irgendwie. Dass du, wenn du je doller du X gedrückt hast, desto schneller ist dein Auto bei Need for Speed gefahren, glaube ich. Echt? Ich meine schon, oder ich habe das falsch verstanden und es waren nur die Trigger gemeint. Also beim Spielen ist mir da jedenfalls nie irgendwas. Nee, mir auch nicht. Ich kann sowas auch nicht. Ich kann auch bei einem Analogstick den nicht
halb reinmachen, wenn es schnell gehen muss. Also wenn ich irgendwo schleichen muss und dann sowieso mich auch langsam bewege, dann geht das. Aber wenn ich zum Beispiel bei Super Smash Bros., da kannst du ja auch Attacken machen, wenn du den nur halb reindrückst in die Richtung und dann schlägst, macht er was anderes, als wenn du den komplett... Ja. Das kann ich halt auch nicht. Unter Stress kann ich nur... Oh, nicht neue Expedition, sorry. Das war immer früher so ein Streitpunkt bei mir und meiner Frau, weil ich habe meine erste eigene Konsole, Heimkonsole jetzt außer dem Gameboy, war ja der N64 und meine Frau hat im Grunde mit dem Super Nintendo richtig angefangen und also ich bin ja schon fast mit 3D gestartet sozusagen dann. Da kam meine Frau früher so immer gar nicht mit klar, wenn ich gesagt habe, das ist ein Joystick, den muss man nicht immer ganz durchdrücken. Das ist kein Steuerkreuz. Ach, witzig. Und, so lange kennt ihr euch schon? Das hat noch ein bisschen angehalten bei meiner Frau. Nee, aber wir kennen uns ja nun schon ziemlich lange. Es gibt lustige alte Bilder von uns, ja. Ah. Meine große Tochter oder unsere große Tochter ist ja auch schon 14 und seit wir seit wir 16 sind oder wow. Seit ich 16 bin, sind wir zusammen. Ja, schon dein halbes Leben. Ja. noch sogar, oder nee. Das heißt noch, nee, wird ja weniger sozusagen. Sogar mehr, ja. Ich bin ja schon älter, als ich dachte. Nee, okay. es wird jetzt auch Zeit, dass wir mal anfangen, ja? Ja, Expedition fortsetzen. Ja. Zuschauerzahlen gehen schon wieder runter. Ja. So, ich habe eben noch mal ins Discord reingeloopt, aber jetzt habe ich schon wieder vergessen, was wir vorhatten. Ach genau, den Kern vom dem. Was? Den Kern vom... Ah ja, doch, ich hatte es doch... Weil der eine Zyklon... dreht sich andersrum. Genau. Der Zyklop. Zyklop ist der mit dem einen Glubscher. Ja, genau. Das nennt man auch Auge des Sturms, deswegen. Ist das wirklich so, oder hast du jetzt nur mir den Spruch abgenommen? Ja, genau. Ja. Nee, über Alter möchte ich heute nicht sprechen, weil Möbom mich letztens älter geschätzt hat, als ich bin. Ja, weil du schon so viel erreicht hast im Leben. Ja. Im Vergleich zu mir. Naja. Naja. Schlechtes Thema. Ich meine, ich habe dieses Wochenende mit Videospielen verbracht. Ja. Meine größte Leistung war, dass ich Super Mario Galaxy durchgespielt habe. Du hast eine Familie. Ja. Wir sind einmal zu Oma gefahren und wieder zurück. Siehst du? Ja. Naja. So. Bevor wir aber da reingehen, möchte ich hier mal landen. Hier ist nämlich der Typi, der uns auch jetzt sind wir gerade drauf gelandet, als es... Dann bleibe ich noch kurz im Raumschiff. What the what? Was? Wo bist du? Ich höre nicht wirklich was, wollte ich dir noch sagen. Achso, nee, ich auch nicht. Ich mache mal die Capture Card wieder lauter. So. Ich höre immer noch nichts. Nicht? Ach, stimmt. Ja, ich muss das noch für dich aktivieren. So, jetzt. Ja, sehr schön. Danke. Das Gute ist, auf diesem Planeten hört man auch nicht, wie laut mein Rechner pustet, weil hier sowieso überall Wind ist. Ja, ja. Es wird Zeit, dass du dein Setup mal wieder änderst. Ja, ich glaube auch. Ich habe gestern schon wieder fleißig in PowerPoint rumgeschoben, wo ich denn meinen Schreibtisch im Wohnzimmer aufbauen könnte. Achso, ich dachte, du hättest das nur geschrieben, damit du diesen geilen... Nein, das ist ja wirklich so. Das ist ja wirklich so. Ich
wollte ihn vorhin noch meiner Frau erzählen, ich habe ihn aber nicht mehr zusammengekriegt. Wie hieß der? War das Tee? Nee, es ist so ein Wärmedings für die Badewanne. Und wie hieß das nochmal? Entspannter Rücken. Entspannter Rücken, ja, okay. Und das war wirklich das Erste, was mir eingefallen ist, dass ich damit ja Möbel rücken kann. Und ich habe nicht an meinen eigenen Rücken gedacht. Okay. Also dein Gehirn funktioniert sozusagen in Wortwitzen. Ja. So, warum ist hier dieses Zeug aber keine Geistermaterie? Was? So, das war eine Falle. Ging mal wieder schnell. Ich habe aber heute auch noch einen schönen Wortwitz auf Twitter gelesen. Der liest sich aber besser, als dass man ihn sagt. Und dann post ihn in den Chat. Ja. Ich hoffe, ihr habt nicht zu viel Lag, sonst seht ihr gleich die Pointe, bevor ich den Anfang sage. Hab dann unter dem Tweet gelesen, dass derjenige sich, wie das halt immer so ist, wohl auch nicht ausgedacht hat. Von daher ist Credit hier mal egal. Wenn dein Bro traurig ist, dann geh doch hin und hilf ihm und dann zu Hilfe nehmen. Und dann war da ein wunderschönes Wort von dem hier. Ja, den habe ich neulich auch schon mal gesehen. Ja, ich dachte, jetzt kommt selber gepostet, aber naja. Ich habe mir den ausgedacht, genau. Nee, aber der wurde mir schon zugetragen. Aber ich freue mich trotzdem nochmal drüber. Ja. Ja, ich habe schon überlegt, ob ich dich da direkt taggen muss, aber ich dachte, den kennst du dann bestimmt auch. Oh ja, das ist ein sehr, sehr, sehr gutes Wort. Ja. So. Autopilot abbrechen. Bring den Kasten hier von Hand runter. Vorne wollte ich eigentlich auch hin. Das ist die gleiche Insel. Ach, guck mal, also die Kamera erkennt auch die Geistermaterie. Hm. Boah. Ja, ist ja gar nicht. Wie alle Kameras erkennen das dann, ne? Das so in Schwarz-Weiß sah die richtig karibisch aus, die Insel. So. Ja. Ich dachte, schöne hier wäre Palmen unser. Und einen Wasserfall habe ich da gesehen. Das wusstest du schon im letzten Stream. Boah. War das die Kamera? Also, wir haben doch schon rausgefunden, dass es. Welche Kameras haben wir jetzt denn alle? Die von der Sonde, genau, und die eigene Kamera. Ich dachte, dass wir uns dann letztes Mal die eigene Kamera angeguckt haben, dass da dann aufgefallen ist. Wo ist denn hier der Dingens-Typ? Ach, hier ist wieder das genau. Schwarzdorn-Ding. Da wollte ich eben landen. Dann versuche ich es jetzt nochmal. Silz sagt das auch. Dinge neu entdecken ist doch auch schön. Ja. Eben. Ich meine, ganz viele wünschen sich, dass sie irgendein Spiel immer nochmal neu entdecken könnten. Und wir haben das jede Woche hier. Also. Alle 20 Minuten haben wir das hier. Ja. Neu ist immer besser. Ja. Ja, genau. Schönes Zitat aus How I Met Your Mother, ne? Ja. So. Also rechts lang war nicht eine gute Idee, ne? Geistermaterie kannst du besser mit der normalen Kamera checken, sagt Ruby. Genau. Anstelle der Sonde. Ja, stimmt, weil dann gucke ich automatisch in die Richtung, ne? Also dann guckt die Kamera in die richtige Richtung. Ja. Ach, hier ist ja erhöhte Schwerkraft.
die Serie im Nachhinein so ein übler Sexismus. Ich habe sie lange nicht mehr gesehen. Finger weg von Robin. Weiß ich nicht, welches Zitat das ist. Hey, sie hat erst dreimal Nein gesagt. Ich habe noch Chancen. Oha, ja. Puh. Ja, naja. Schwierig. Ja, aber das Problem ist ja auch häufig in Serien aus den letzten Jahren. Barney wird schon sehr von der Serie gefeiert, ja. Ja, das stimmt. Ja, aber ich muss zugeben, als das rauskam, da habe ich den auch sehr toll gefunden. Aber ich habe auch erst in den letzten paar Jahren überhaupt so ein Bewusstsein für diesen ganzen Kram entwickelt. Seit ich wieder mehr auf Twitter rumhänge. Ja. Also gerade was auch Feminismus und sowas angeht. Dachte ich früher auch, das wären einfach Männerhasserinnen. Ja. Aber ist ja gar nicht so. Nee, genau. Ja, aber das muss man ja auch erstmal lernen. Also ja, bei mir ist das ja auch ähnlich, dass ich mich da auch erst so immer mehr so über die letzten Jahre mit beschäftigt habe mit dem Thema. Ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal gesagt habe. Ich glaube, so ein Knackpunkt war tatsächlich bei mir, das muss ich nochmal irgendwo anders hinschreiben, dass im Sat9-Podcast sich Micha irgendwann mal in einem Nebensatz gesagt hat, ich bin ja Feminist oder ich sehe mich ja als Feminist oder so. Irgendwie sowas. Mhm. Also das ist schon ein paar Jahre her. Und da war bei mir so das erste Mal so dieses Bewusstsein, so warte mal, Männer können auch Feministen sein? Das war mir noch gar nicht so bewusst. Und, ja, stimmt. Klar. So, wo ich mich halt irgendwie mit dem Begriff Feminismus auch noch gar nicht auseinandergesetzt habe, bin ich irgendwie davon ausgegangen, so da war meine einzige Assoziation damit wahrscheinlich Alice Schwarzer oder so. Ja, genau. Und, ja, das ist jetzt vielleicht auch nicht das beste Vorbild in der Richtung. Was Mypo sagt, das Ego, man hat sich selbst weiterentwickelt, ja. Bei Big Bang Theory sind ja auch ganz, ganz viele Sachen drin, die recht problematisch sind. Hallo München, guten Abend. Hallo München. Also jetzt heben wir ab, kann ich jetzt hier durch die Geistermatte. Ne, die fliegt einfach mit. Diese böse Materie. Wo wir jetzt hier im Weltraum sind. Aber jetzt könnte ich doch theoretisch oben drauf. Aber ja, ich muss sagen, ich konnte mich bei How I Met Your Mother dann immer ganz gut mit. Aber wir leben noch. Ja, gerade so. Ach, guck mal. Als. Ah, okay. Hier Lockdown-Rekurs, ne? Abschluss in Null, muss mich daran erinnern, Schiffe zu treffen, wenn ich zurückgehen. Ganz bis runter zum Kern. Böse Fachs hat euch als erobert im Titel der Riesen. Ihr wurdet soeben gefeldspartet. Das war einmal eine dramatische, eine komische, wenn ich das so sagen darf. Ich kann gar nicht fassen, dass ich nicht durch den Stromschlag umgekommen bin. Ah, ich kann es kaum erwarten, Hornfels und Eisen davon zu erzählen. Ruhe, Gewalt ist wohl doch nicht mehr die Antwort auf alles. Okay, noch einer, den ich von der Liste streichen kann. Sieht aus, als sei jetzt nur noch der Große übrig. Schwarzdorn, ich komme. Aha. Wieso Stromschlag? Weiß ich auch nicht. Ich würde sagen, ich konnte mich dann immer ganz gut mit dich als früh verheirateter und lange in einer Beziehung leben, da konnte ich dann immer ganz gut mit Marshall und Lilly identifizieren. Haha, jo. Gegen argumentieren muss. Einen Moment mal kurz, ich bin sofort wieder da.
labert dann nur so vor sich hin, okay. Aber da ist auch kein Durchgang oder sowas, oder? Tue ich mich da jetzt nicht durch? Hier kann ich aus. Und hier geht's auch. Ah, fuck. Ach, ich war eh schon fast tot. Dein Mikrofon ist noch stumm, Sepp. Aha, ich habe also nichts verpasst, habe ich gesagt. Dankeschön. Ja. Ich wusste nicht, wie lange du wegbleibst, deswegen dachte ich, fange einfach nochmal neu an. Ach so, ja. Hättest du nicht machen müssen. Alles. Viel Spaß. Biggest bad ass in the galaxy. Ja. Marshall, okay, ich versuche jetzt einfach. Der einzige korrekte Charakter in der Serie. Marshall mochte ich eigentlich auch immer am liebsten. Ja. Ja, war schon ein guter Typ. War halt immer nicht so der coolste einfach, ne? Die anderen waren immer. Ja, aber dadurch wurde er für mich auch ein bisschen mehr relatable, also. Ja. Aber ja, den hat man sich dann eigentlich nicht so als Vorbild genommen, ne? Ja, das stimmt. Das war eher so, Man wollte okay, dann ja irgendwie nicht alles mitzumachen. Ja. Aber. In die falsche Richtung, oder? Das ist der größte Planet, da. So. Diesmal packen wir es wirklich. Ja, genau so. Wir haben eine Notiz auf irgendeiner Insel gefunden, dass Felsspat es wohl zum Kern geschafft hat. Genau. Mich wundert irgendwie, ich habe jetzt immer nur diesen einen. Es gibt hier doch den einen großen Wirbelsturm am Pol, oder? Genau. Und eigentlich müssten doch überall noch ganz viele kleine sein. Warum sehe ich. Habe ich die jetzt eben ganz zerstört? Oder ja. Verändert sich das hier auch über die Zeit? Nee, die sind doch hier überall. Guck mal. Sind wir jetzt über Wasser oder unter Wasser? Wir sind über Wasser. Ja, da drehen sich alle. Habe ich die eben nicht gesehen? Also, warte mal. So, alle rechts rum. Ja, ich flieg mal in einen rein, der sich rechts rumdreht. Oder nach oben. Genau, ist okay. Ach so, genau. Gehst erst in die Atmosphäre rein und dann können wir alles sehen, ne? Genau. So. Ui, da ist eine Insel gelandet. Und der hier dreht sich links rum, oder? Ja. Oh. Sind wir schon da? Glaube. Oh, das sieht elektrisch aus. Ja. Trotzdem rein. Oder erst noch ein bisschen rumgucken. Warte mal, ich wechsle nochmal die Ansicht. Ja. Ui. Hier war eben wieder so eine riesige Qualle unter Wasser irgendwo. Da. Ah, okay. Ja. Sieht aus wie beim Augenarzt, sagt München. Wie sieht's denn bei deinem Augenarzt aus? Auch so dunkel und gefährlich? Felsspat hatte sowas in der Art erwähnt. Ja, Elektroschläge. Soll ich trotzdem da durch? Dass er irgendwie geschafft hat. Elektroniksysteme beschädigt. Ja, und dann kann jetzt ja nichts mehr kaputt gehen. Also in dieser im Logbucheintrag hat er ja aber nicht gesagt, wie er es am Elektrokram. Bist du da jetzt noch dagegen? Ich bin nochmal dagegen, ja. Super. Die Qualle da. Ist das bei Quallen? Ja, was haben wir bei Findet Nemo gelernt? Der Schirm ist ungefährlich. Oh, es sieht aber gerade nicht so aus, als wenn der Schirm ungefährlich ist. Nein! Jetzt habe ich mich ein bisschen erschrocken. Ich mich auch. Vielleicht müssen wir uns in so eine Qualle rein wuppen. Rein? Unten, ja, so unter den Schirm. Als also die ist ja offenbar. Ja, genau, wir nutzen die Qualle als Faradayschen Käfig. Da
Dein Reaktor ist in die Luft geflogen. Den kannst du auch reparieren. Ja, ach, lohnt sich doch nicht hier. Lass uns stehen. Die Gesellschaft. Lieber neu kaufen. Ja, neu ist immer besser. Genau. Ach, da ist der am Start, okay. Da ist der am Start, ja. Ja. Ich weiß aber immer noch nicht, was München mit Augenarzt meinte. Ich war aber auch noch nie beim Augenarzt. Doch, wie du siehst, war ich schon mal beim Augenarzt. Das ist nur ein Einmalreaktor, ja. Mit den Augen unterwegs ist. Hey, das hatte ich, glaube ich, noch nicht. So, wo ist einer, der links rumdreht? Rechts rum, rechts. Da vorne ist einer, oder? Ja. Eben. Nee. Diese schöne Karibik-Insel mit dem Wasserfall. Ah ja. Das ist von Breath of the Wild, diese eine Insel, kleiner Spoiler, gespielt, wo die Aufgabe, wo man alle seine Gegenstände weggenommen bekommt und dann quasi nochmal von vorne anfangen muss und sich so ein bisschen ich wie glaube, Robinson ja auf der Insel fühlt. Das fand ich toll. Ich weiß nicht mehr, wie ich das fand. Kann sein, dass mich das mega genervt hat. Ja? Weiß nicht. Ich fand das total super, gerade wenn man schon relativ weit war im Spiel und mega mächtige Waffen hatte. Und dann hatte man auf einmal wieder nichts und musste Stöcker sammeln. Und dann versuchen, irgendeinen Gegner mit Stöckern hochzukloppen, damit man sein kleines Schwert bekommt und so. Ich dachte fast, wir kommen da nicht rein. Wollt ihr mal gegenfahren? Au. Oh. Ja, shit, Elektronik ist kaputt. So. Und das kann man jetzt nicht so leicht wieder reparieren, ja? Also ja, die wahrscheinlich diese schon, warte mal. Wo ist denn hier? Zurückgehen? Kann natürlich sein, dass Feldspat an einer anderen Stelle uns das mal irgendwie gesagt oder geschrieben hat. Wie wir da durchkommen. Vielleicht sollten wir im Log mal nachgucken. Das Log ist kaputt. Okay. Dann verwerfen wir diesen Plan. Er hat ja auch gesagt, das ist ein Elektroschlag. So. Also die Quallen, also ich glaube, irgendwas ist damit. Feldspat ist nicht so wie ich und verrät einfach die Lösung, sagt Obi. Ja, dann also ich habe nur noch im Kopf, dass er es gerade so geschafft hat, nicht keinen Elektroschock bekommen zu haben. Und dass er sich selbst dafür sehr gefeiert hat. Kann man durch diese... Oh, der Scout. Also, der wird auch zurückgeschlagen. Der Scout? Ja. Okay. Also ich weiß nicht, ob das wirklich logisch ist, aber die Quallen machen ja einen roten Punkt. Und dann gehen die da durch. Das ist nur irgendwie, also ich meine, die Quallen, die werden eh kein Problem mit Elektro haben, aber ja. Schafft man es vielleicht bei so einem roten Punkt noch schnell vor oder ja, nach der Qualle durchzuhuschen? Aber das klingt nach einem guten Plan. Nach einem guten Plan weiß ich nicht, aber es ist zumindest ein Plan. Naja. Reaktor ist kaputt.
Alles safe. Ja, hat nicht geklappt. Aber ich kann das hier auch anvisieren irgendwie. Also jetzt auf einmal nicht mehr, aber eben ging das. Zur Not auch nochmal irgendwie weiter umgucken. Nicht, dass wir... dass die Lösung hinter dem Planeten schlummert und wir sie nur nicht gesehen haben. Sie sind auch so Korallen irgendwie unten drunter. Unter der... Stimmt. Ah, warte mal, aber irgendwo muss doch hier das, dieses Bauteil liegen von dem Raumschiff. Was die heruntergeschossen haben. Wir. Ja. Ja, ich dachte, das würden wir da im Kern finden. Ach, guck mal, hier ragt was raus, zum Beispiel. Oder soll ich einfach mal aussteigen und versuchen, da ohne Raumschiff reinzugehen? Weil unser Anzug ist ja aus Holz. Wir haben ja kein Metall oder so. Ja, unser Schiff aber auch. Also. Frag mich, wie Elektrik dann überhaupt funktioniert in unserem Schiff. Das stimmt. Ach, guck mal, also praktischerweise. Oder kommt er jetzt, weil ich das bin? Das frage ich mich auch gerade. Aber ich wurde direkt wieder zurückgeschossen. Okay, ach so, der kommt wegen uns, der Punkt. Okay. Ja, da müssen wir jetzt einfach nur die Stelle. Geh doch mal zu den Polen. Das ist doch immer. Warte. Nochmal mit Schwung. Ja, aber da passiert nichts. Okay. Zum Nordpol. Ja. Ja, wenn das so ein elektrisches Feld ist, dann müsste es ja so an den Polen so nach innen gehen. Das ist sehr schmerzhaftes Trampolinspringen, ja. Ja. Achso, das meinst du? Ja, stimmt. Also, naja. Nee, ist, naja. Bisschen dramatisch jetzt mit Spin. Nee, versuch doch lieber auf der Koralle zu landen. Ja, jetzt, aua, sieht man doch schon, dass das elektrisch wird. Also der Punkt wird ja einfach nur dafür da sein, damit wir besser anvisieren können, wo wir hinwollen, ne? Ja, ich denke auch. Auf der Koralle landen. Ja, aber da sind auch elektrische Dinger, ja. Also. Hm. Oh, es tut uns doch weh. Ups. Ja. Also ich habe die Idee gerade jetzt gerade bekommen, dass wir mal ins Loch schauen könnten. Oh ja, das ist eine gute Idee. Müssen wir dem Anzug vielleicht unter dem... unter eine Qualle. Ja, stimmt, das wäre auch eine gute Idee. Aber ich bin dafür, dass wir erstmal ins Loch schauen in München. Ja, was hältst du davon? Ja, ich finde die Idee sehr gut. Wäre ich nie selber drauf gekommen. Ich bin froh, dass ich dich habe. Ja. Gut, dass wir das zusammenspielen. Ja. In der Stadt? Aber gut. Das ist ja, wie lange waren wir denn hier nicht drin? Lange. Und vor allem auch Sachen, die wir vorher uns schon mal, die vorher schon mal gefunden haben, werden jetzt wieder neu eingetragen. Ach ja. Weil, irgendwie hier Daten verschwunden sind. Ist mir jetzt überraschend ruhig unter der Strömung. Eine Art elektrisches Feld umgibt den Kern des Planeten. Ja, ach was. Viel Spaß. Ochte sich nach Ankunft am Kern und die Leute. Ja, okay. An der Fertigungsanlage gibt es noch etwas zu finden. Dann gehen wir da nochmal hin, oder? Anzug an. Wir waren noch nicht am Südpol. Ach so. Sils lacht schon wieder, weil ich den Anzug angezogen habe. Muss ja schon ein bisschen doof sein, um das zu vergessen, ne? Guck mal, sieht's aus, als wäre die Raumstation heile. Ach ne, das war wirklich nur. Sieht aus, als würden wir direkt da reinfliegen. Ah,
Das ist schon irre, dass wir jetzt alles genau wissen, woher das hier so kommt und so. Das finde ich schon cool. Wow. Jetzt wissen wir, warum diese Station da drumherum fliegt und woher die kommt und so. Dass wir das alles selber beigebracht haben. Ja. Und dass das Spiel so gut dieses Gefühl gibt, dass wir das rausgefunden haben und nicht einfach den Hinweisen im Spiel gefolgt sind. Das freut mich am meisten. Das ist genau das Richtige für uns. Sils freut sich nur, dass du dich warm genug anziehst. Ja, ja. Oh, Licht aus. Nicht, dass nachher die Batterie leer ist. Ja. Das wäre unangenehm. Das ist mir wirklich mal passiert. Also ich habe mir gerade direkt im Auto überlegt, ja. Nee, bei uns war auch mal die Batterie hinüber, aber Gott sei Dank nicht wegen Licht anlassen. Wegen Radio? Standheizung. Nee, die war einfach hinüber. Aber das ist schon ätzend. Wenn man irgendwie los zur Arbeit und zum Kindergarten und was ich will und das wäre mindestens 20 Minuten unangenehm. Sagt Pilz. So, und dann explodiert das Universum. Oh, ist das schöne Musik. Höchstens, ja. Ach, guck mal, das ist der Kern. Ja. Und die Quallen sogar. Aber auf der einen Insel war ja so eine Qualle in eingefroren. Echt? Ja, da wo die Geistermaterie war. Die uns auch ins Weltall geschossen hatte. Wer hat uns ins Weltall geschossen? Die Qualle? Nee, die Insel. Ach so. Ist ja Nordpol. Warum macht die das überhaupt? Weil diese Zyklone darüber fahren. Ach so. Ja. Logisch. So. So. Kann ich ihn jetzt einfach hier ins Nichts schmeißen? Was hast du gerade vor? Neue Infos rausfinden, oder? Ja. Warum hört sich das jetzt hier so windig an? So. Ja. Okay. Aua. Es ist immer wieder witzig. Das ist aber hoch. Ja, aber nicht mehr lange. Ich krieg da immer wieder direkt Bock, was mit Gravitation zu programmieren. Habe ich sogar schon mal gemacht, aber ich habe also sowas mit so kleinen Planeten, also ne, wie bei Mario Galaxy, also nur in 2D sozusagen, wo man dann versuchen muss, Sachen in Umlaufbahnen zu schießen und so. Aber ich habe noch keine richtig gute Gameplay-Idee dafür gefunden. Ich habe dann tatsächlich noch mal eine App gefunden, die eigentlich das schon fast perfekt umgesetzt hatte, so was ich auch als Ziel hatte, und zwar heißt die Astro Golf. Und das ist eine schöne, entspannte App, wo man so ein paar kleine Planeten hat, einfach in 2D. Und dann einfach einen Golfball halt von dem einen Planeten auf das Ziel im anderen Planeten schießen muss. Ja. Und es sind so quasi so zufallsgenerierte Levels und da kann man sehr entspannt immer den Ball durch die kleine Galaxie da immer schießen und zugucken, wie der sich um die verschiedenen Planeten dreht, bis er dann
hoffentlich am Ziel ankommt. Und ja, das ist eigentlich schon fast genau, also das ist auf jeden Fall besser als was ich bis jetzt so hingekriegt hatte. Ich hatte immer irgendeine kleine Rakete gebaut, die man dann abschießt, um dann irgendwas zu treffen. Was bei mir halt blöd war, meine Rakete, wenn die gegen Planeten gestoßen ist, ist sie kaputt gegangen. Und man musste von vorne anfangen. Und da der Ball, der prallt einfach von den Planeten ab. Das ist ein ziemlich guter Kniff gewesen. Was ich immer noch gerne einbauen will, ist halt, ich habe vor Ewigkeiten mal einen Billard-Simulator, also so einen ganz einfachen auch, aus so einem 2D-Ding gespielt. Und da konnte man so einen Cheat-Modus anschalten, wo man dann sieht, wenn man jetzt die weiße Kugel anstößt, was dann danach passiert. Und dann konnte man halt so diese Linien halt genau so legen, dass man halt absolut geniale Stöße gemacht hat und dann möglichst viele Kugeln, genau, dass sich den perfekten Schuss setzen oder war das was anderes? Und das wollte ich gerne noch irgendwie kombinieren, dass man halt, also dass das Gameplay sozusagen ist, einfach nur so diesen, diese perfekte Laufbahn zu finden. Ja. Naja. Erstmal hast du mal Tower, ist das der? Osmos gespielt? Oder Osmos? Nee, es sagt mir nix. Das ist ein Spiel. Oh, die bewegen sich schnell, die Insel. Bewegen wir uns schnell? Das ist ein Spiel, wo du auch im Weltraum bist und quasi also eine kleine Galaxie hast, die so rumschießen kannst und damit andere Galaxien aufsammeln kannst, die kleiner sind als du. Und dadurch wächst du halt, kannst halt immer aufpassen, was kleiner ist als du. Aber da gibt es halt auch einen Challenge-Mode sozusagen. Und da gibt es halt auch teilweise dann, dass du riesige, große Galaxien in der Mitte hast, die dann auch eine eigene Gravitation haben. Und dass du dann da drum herum fliegen musst und da dann verschiedene andere einsammeln musst und so. Und das ist ganz lange mein Zen-Game gewesen quasi. Weil es einfach echt sehr entspannt ist und du halt immer, dadurch, dass du irgendwo antippst, schießt du kleine Teile von dir in die Richtung, beschleunigst aber in die andere Richtung. Ah, okay. Dadurch, okay, ja, das musst du dann so ein bisschen cool. Ganz minimal Ressourcenmanagement. Weil es ist schon. Sonst so ein bisschen Katamari-mäßig, ne? Alles. Genau, alles ja. Aufpressen, ja, genau. Ja. Das ist was Kleines, als du kannst so nicht dranpeppen und dadurch wachsen. Das ist halt immer Ziel, am Ende der größte Klumpen zu sein, der auf dem Spielfeld ist. Ja, wie im echten Leben, ne? Ja. Ein Kapitalismus-Simulator eigentlich. Ja, genau. Alle Firmen aufkaufen, die kleiner sind als du, und dann hast du halt am Ende gewonnen. Und je größer man wird, desto leichter wird es, ne? Ja, ja, genau. So. Sils hat gewonnen. Ach, den Endless Tower. Ja, München hat ja schon ein bisschen reingespickt in meinen, was meint er, in meinen Programmierstream. Ach so, ja, stimmt, genau. Ich habe aber noch nicht so viel verraten, Milborn. Nur, dass du alles gut Bescheid weißt. Außer, dass jetzt alle wissen, dass es unser gemeinsames geheimes Projekt ist. Ja, okay. So viel dazu. Das wird jetzt total schräg klingen, aber ich glaube, in letzter Zeit höre ich einfach nicht auf, andauernd zu sterben. Keine Ahnung, was das bedeutet. Es ist wirklich merkwürdig. Genau, zu dem wollte ich. Was ist mit dir? Ja. Nein, mir geht's auch so. Ich stecke in einer Zeitschleife. Zeit verhält sich merkwürdig in letzter Zeit. Haha. Ja, eine Zeitschleife würde so einiges erklären. Toll. Ist das Feldspat? Nee. Ja. Aber bei dem waren wir mal und da ist dann irgendwann die Sonne explodiert während des Dialogs. Bei dem hier? Ja. Ich hoffe, das ist der, bei dem wir lernen, die Zeit zurückzusetzen. Gap-Bro ist das. Yeah. Gap-Bro. Ja, natürlich Gap-Bro. Bro-Kuni. Ja. Bro-Tröster. Brokkoli ist ja wirklich so. Ich habe mit einem Kumpel mir früher mal Brokkoli-Pizza geteilt. Das war sehr gut. Nein. Nudelpizza ist das Beste. Was?
Und Pizza Hawaii, also ich bin ja Team Ananas auf Pizza. Aber... Also ich bin aus dem Grund gegen Ananas auf Pizza, dass die immer sehr beim Backen gekocht wird quasi. Und du dir dann bei jedem Bissen einfach den Gaumen komplett verbrennst. Ich dachte, das wäre der Grund, warum man das nicht machen soll. Aber dann habe ich erfahren, dass es darum geht, dass Ananas ja süß ist. Ich weiß nicht, was da das Problem ist. Außerdem ist es ein matschiges Obst. Ja, aber es ist auch wie mit Tomatensauce auf Pizza, die ist ja auch kochend heiß. Nee, ich persönlich mag gerne neue Erfahrungen und in einer Zeitschleife war ich bisher noch nie. Ich meine, ich glaube, ich war bisher noch nie in einer Zeitschleife. Hahaha. Scheint so, als ob nur du und ich bewusst wahrnehmen, dass die Zeit ist halt verrückt wie. Ich habe versucht, Hornfels anzufangen und nachgefragt, ob alle gerade gestorben wären, aber ich glaube, Hornfels hat mich nicht ganz ernst genommen. Selbst wenn ich Hornfels von der Zeitschleife erzählen würde, niemand würde sich in der nächsten Zeit daran erinnern. Niemand sonst bemerkt, dass etwas nicht stimmt. Und noch etwas ist merkwürdig. Bei jedem Tod laufen meine Erinnerungen von meinem inneren Auge nochmal ab. Ich bin mir sicher, dass das mit der steinernen Nomai-Statue zusammenhängt, die ich auf den Inseln gefunden habe. Ah! Ich betrachtete sie einfach und plötzlich öffnete sie die Augen und fing an zu glühen. Fühlt meine Erinnerungen ab, genauso wie ich sie mit meinen eigenen Augen erlebt hatte. Genauso fühlt sich jeder meiner Tode an. Mir ist das gleiche mit der Statue im Museum passiert. Dann haben die Nomai-Statuen definitiv etwas damit zu tun, dass nur wir diese Zeitschleife bemerken. Also ohne glühenden Statue ein Wahrnehmen der Zeitschleife. Und daran werde ich anknüpfen auf der Suche nach Antworten. Wenn du noch etwas anderes über die Statuen oder die Zeitschleife herausfindest, lass mich bitte umgehend wissen. Ich werde hier warten. Ja. Schöne Mann weiter. Soweit alle Neuigkeiten von mir. Ja, da wird ganz allein in diesem Sinne. Blablabla. So, stopp einmal kurz. Ja. Ich habe hier anscheinend ein Thema getriggert mit der Ananas. Ich habe es mal vorsichtshalber auf. Jetzt habe ich einen falschen Knopf gedrückt. Ich habe es mal vorsichtshalber auf die Themenliste gesetzt. Jetzt verstehe ich warum hier ein Sandwich-Emote bei deinem Sub des Monats mit drin ist. Weil Sub des Monats, ne? Euren Upsi. Ja, schon korrigiert. Danke, Tassilo. Okay. Ja, Oberlippe verbrannt, kochende Ananas. Ja, wie gesagt, Hawaii Toast ist das Lösungsproblem. So, ja, Ananas pro und contra. Ich finde diese Call-A-Pizza-Modelle so furchtbar mit Gyros Hühnchen oder auch Leberkäse zur Riesenzeit. Ja, finde ich auch schwierig. Ich habe auch irgendwo mal Gyros, also Döner-Pizza gesehen oder Hotdog-Pizza. Also, warum? Okay. Und der Schreibfehler. So, okay. Ich bin wieder auf dem Stand. So, jetzt fass mir bitte nochmal das Gespräch zusammen. Ich habe nämlich nicht richtig zugehört. Hühnchen ist auch okay und die ganze Keule auf der Pizza. Ich habe gerne, was war das immer? Es war ja, bisschen Brokkoli, okay. Hühnchen und Soße Hollandaise. Klingt super eklig, aber es war eine sehr leckere Mischung auf Pizza. Ja, Soße Hollandaise, da wird es langsam kritisch. Aber wie gesagt, ich hab halt vor langer Zeit mal aus Versehen eine Pizza mit Spaghetti drauf bei unserem Italiener bestellt. Weil sie halt die Karte geändert haben und die Nummer nicht mehr gestimmt hatte. Oh. Und ich fand die dann aber so super, dass ich die ab da immer bestellt habe. Und es gibt auch eine Restaurante-Pizza mit Nudeln drauf. Und die ist sehr gut. Aber es liegt eigentlich mehr an den Kräutern, die da drauf sind. Das ist doch eigentlich... Kohlenhydrate mit Kohlenhydrate, ne? Ja, genau. Es ist ein bisschen doppelt. Aber hey, es ist vegetarisch und von daher. Ja. Das ist ja wie Cordon Bleu, ist ja auch Fleisch mit Fleisch. Genau. Da sagt keiner was. Ja. Ja, in dem Gespräch hier ist nicht so viel herumgekommen. Er sagt, wir sollen gucken, wenn wir was Neues wissen, melden wir uns. Welche Statuen sind gerade gemeint? Mit leuchtenden Augen. Diese Nomai-Statue, die wir ganz am Anfang da getroffen haben. Ja, das ist schon eine Weile her, ne? Ja. Okay. Also er erlebt quasi das gleiche wie wir, nur er raucht sich hier ein und chillt einfach. Und wir gehen der Sache auf den Grund. Ja, das müssen wir noch tun, ne? Im wahrsten Sinne des Wortes. Haha, ja, deswegen frage ich ihn.
irgendwo auf den Untiefen der Riesen etwas Interessantes zu denken. So. Den Anfang noch erst kürzlich gespielt, ja. Das stimmt. Naja, nicht den Anfang. Ja, doch, auch den. Ja? Oh. Ich weiß etwas, das dich vielleicht interessiert. Zu Beginn einer Zeitschleife sehe ich immer einen hellen Blitz am Himmel. Irgendwas muss da im Orbit um den Planeten vor sich gehen. Ja, das weiß ich doch. Was schon auf der Statueninsel. Dann nenne ich sie, weil es die Insel ist, auf der ich hinüber, ne? So, oder? Am Strand der Statueninsel, als die blühende Anlehnung stattfand. Solche Sachen ist das echt der perfekte Strand. Auf meiner Gabbro-Entspannungsskala gebe ich ihm glatte 7 von 10 Punkten. Falls du die Statueninsel mal besuchen möchtest, das ist die mit den beiden Inseln, die mit dem Stein im Bogen verbunden sind. Ah ja. Okay. Am Eingang des Museums eine neue Statue. Genau. Meinst du darüber erzählen? Alles klar. Nun, die Untiefen der Riesen sind gewaltig und fast vollständig mit Wasser bedeckt. Soweit keine Überraschung. Strömungen weit unter der Oberfläche verhindern, dass irgendetwas jemals komplett versinken kann. Ernst jetzt, ich habe zahllose Dinge versucht, um unter die Strömung zu kommen, aber nichts hat funktioniert. Was Landflächen angeht, so habe ich 4 Inseln gefunden, einschließlich dieser und halt auch dieser Insel mit der Noah-Statue am Strand. Hast du die Zyklone gesehen? Man kann sie kaum übersehen, stimmt. Wir sind alles durcheinander, die Inseln eingeschlossen. Kleiner Tipp, wenn du mal weggeweht wirst, versuch im Wasser zu landen, da hast du bessere Überlebenschancen. Ja, ich glaube, das reicht, oder? Was ist denn, ich habe etwas gefunden, weil... Also ich konnte das sagen? Ja. Achso, schön. Das sind wir. Ich habe rausgefunden, was mit der Sonnenorbitalkanone passiert ist. Ah ja. Ja. Zu viel Energie. Es ist fast erschreckend, wie sehr das nach etwas klingt, das Schiefer und Feldspar tun würden. Erstaunt nur, dass sie nur mal etwas gebaut haben, was tatsächlich kaputt gehen kann. Wenn ich es recht bedenke, dann ist kaputt nicht das richtige Wort. Die Sonnenorbitalkanone feuert ja trotzdem bei jedem wieder neuen Zeitschlag erfolgreich eine Sonde ab. Sie sage zu überhören. Ach, wow. Ja. Genau die gleiche Antwort. Naja. Gut, ich würde hier nur in unser Schiff kommen, wir nicht mehr rein. Oh. Genau. Also zur Statueninsel, ne? Ja. Da waren wir noch nicht, ne? So, was machen die Statuen nochmal? Die können mit den Augen leuchten. Genau, die leuchten mit den Augen und dann siehst du beim Sterben alles, was du bis dahin gesehen hast. So, ja, ich fürchte, ich hoffe, ich komme hier rein. Oh ja. Das sind ja auch die gleichen Transportstrahlen, die wir sonst immer haben, ne? In den Höhlen ja. Und so. Obwohl die ja von den Nomai sind. Ne? So. Hey, das ist hier Schiffskapitän. Wie ein echter Wellenbrecher. Nein, Spaß. Du könntest dich ja beim deutschen Gesundheitsministerium als Wellenbrecher anstellen. Hier, da sind die Quallen eingefroren. Warte mal. Ach so, die Dinger. Das waren eingefrorene Quallen. Ja. So, das, ist da was? Was ist das? Nee, da guckt man was raus, ne? Ich dachte, da wäre was draufgezeichnet. Park hier mal kurz. Ja, sieht nach einem gemütlichen, sicheren Parkplatz aus, ja. Ich weiß nicht, ob wir hier so rüberkommen. Ist ja doch klar, ich bin ja gut im Spiel. So. Das
müssen wir uns doch jetzt mal von allen Seiten angucken. Das muss doch irgendwas, damit muss es doch auf sich haben. Ich gucke hier jetzt ein bisschen raus. Kann ich da... Und dann Stromschlag oder können wir uns da drin wie in so einer Anemone einreiben? Hier geht's runter, ne? Ja, von unten will ich das aber auch nochmal sehen, wie weit das runtergeht, oder? So, da sind schon direkt die ersten Quallen. Wie weit so was runtergeht? Mit dieses Eingefrorene, oder? So. Das ist doch nur die Spitze des Eisbergs. Ja, warte mal, das können wir am besten wahrscheinlich vom Schiff aus angucken, ne? Das ist diese Strömung hier. Ja. Wo man sonst nicht runterkommt. Ja, das sieht so nach Schwarzdorn aus. Ja, stimmt. Aber vielleicht. Das sind die Insel hier mit dem Bogen, ne? Nee. Doch. Oder? Nee. Auf jeden Fall können wir hier landen. Ja, was ist denn? Nee, sind hier Bäume, sind da nur, ne? Ja. Da ist auch Geistermaterie. Oh. Wenn ich jetzt absteige, komme ich nicht mehr rein, ne? Ich weiß gerade wieder gar nicht, in welche Richtung wir gucken. Ja, egal. Informationsgewinn ist alles, was zählt in diesem Spiel. Also wir haben hier geparkt. Nicht vergessen, ja, ne? Berlin-Blau. Da ist Geistermaterie und hier können wir außen rumgehen. Dings anmachen. Leider schmilzt es davon nicht. Warum sind die da eingefroren? Ich mir sagt das nicht so viel. Macht hier auf Google Maps einen Parkplatzmarker? Stimmt. Ja. Hm, ich kann ja auch nicht hochklettern oder so, ne? Ich weiß nicht so richtig, was uns das sagen soll hier. Oh. Och Mann. Du bist jetzt in die Geistermaterie gelaufen. Ja, das ist ein Jetpack, du musst nicht klettern. Jein. Denn auf dem Planet herrscht leider doppelte Schwerkraft. Mit dem Jetpack kann ich nicht nach oben. Ich kann damit höchstens auf meiner Stufe bleiben. Also wir waren ja ganz am Anfang heute schon und da habe ich halt auch nichts gefunden. Hühnchen sagt, sind die vielleicht einfach zu hoch geschwommen und oben eingefroren, weil zu kalt? Ich glaube nicht, weil dann wird ja alles eingefroren sein. Ja, stimmt. Oder wurden sie aus dem Wasser geschossen in den Weltraum und sind dort gefroren? Das könnte sein. Ja, wirklich logisch ist das alles auch nicht.
Aber wenn wir da keine Statue gefunden haben, dann war das doch nicht die falsche Insel. Ja. Ja, die ist ja auch nicht. Das waren ja auch keine zwei Inseln, die irgendwie durch ein Dings oder so verbunden waren. Oha. So. Das hier auch nicht. Das ist auch eins mit Geistermaterie, ne? Nehmen wir kurz. Woher kommt die Geistermaterie? Wissen wir das? Das weiß ich nicht, ne. Alles voll mit Geistermaterie. Ich meine, da müsste ja was Interessantes sein eigentlich. Vielleicht ist das auch kein Eis, sondern Harz. Was ist das? Hm. Kann auch sein. Ich glaube, das müsstet ihr schon herausgefunden haben. Das, oh, ja, das glaube ich auch. aber steht hier leider nicht mehr im Luftbuch. Hier bewegt sich wieder irgendwas komisch. Ach, wir sind ja hier. Ah. Okay. So, aber wenn da ein Gang von Geistermaterie versperrt ist, dann muss es doch einen anderen Weg geben. Nee, das ist nur der. Das ist nur in der Mitte des Ganges. Hm. Was habt ihr auf dem Eindringling-Komet gefunden? Mhm. Da war ein eingefrorenes Shuttle. Ja, stimmt. Und da war unterirdisch doch auch irgendwie sowas, diese komische Kammer. Also die ein paar von denen sind ja zum Kern des Kometen gegangen, glaube ich. War das da? Ja, ne? Auch zum Kern. Zum Kern, ja, und der wird auch irgendwie explodiert. Da lagen doch die Leichen rum. Das ist super gruselig. Wir haben es auf jeden Fall nicht geschafft, ja. Das hat man rausgefunden, ja. Links rum, aber das wollen wir ja gerade nicht. Nee, genau. Und die Insel mit den zwei Bögen. Achso, das hier. Zwei Inseln mit einem Bogen, ja. Ja. Was ja auch ein bisschen wie. Aber hier waren wir doch schon. Aus Windbreaker. Ja, ist aber der Teleporter oben drauf. Aber wir haben die Statue noch nicht gefunden. Das ist korrekt. Es blinkt hier so, sind wir das? Ja, wird er sehr schön auf dem Baum gelandet. Ja, wer weiß, was hier auf dem Boden ist. Au. Böser Boden. So. Soll ich das mit dem einen? Ist ja noch was, genau. Oder wollt ihr nochmal hin verdopen? Was ist denn hier unten? Also ich finde Sachen, die wir eigentlich schon erfahren haben, da ist das Labor? Rein, oder? Welches Labor? Nee, das ist nicht das Labor, ne? Oder? Ich finde das gerade nicht. Da ist die Statue. Das ist wie ein Baumhaus, das ist unser Raumschiff. Ja, da ist sie. Ja, nun, wie kommen wir da hin? So, kann ich nicht mehr lesen. Die Hinstellung heute Abend testen. So, also, das hatten wir schon, ne? Und dann Weg reinschleichen, ja. Das ebenfalls lang, ne? Ja, toll. Es gibt einen anderen Weg in das Labor. Offensichtlich. Dann wird er ja hier irgendwo sein. Also ich denke bei diesen Inseln immer von unten. Ich meine, die können hochfliegen, dann kann man sie von unten sehen, man kann drunter tauchen. Hm.
Darf Obi uns nochmal was zum Eindringling erklären? Ach so, ja klar. Im Eindringling hatten wir, glaube ich, aber auch wirklich alles entdeckt. Das heißt ja nicht, dass wir es noch wissen. Nee, eben, aber das könnten wir ja sonst im Log auch nachlesen. Das meine ich. Ja, wenn das nicht vor unserem Neustart in der Werkstatt auf, genau, im Inneren der Insel. Ja. Wo ist das weiße Loch? Das haben wir letztes Mal auch schon alles, ne? Mist. Oh, gleich geht's hier schon wieder ab. Will ich denn da wieder hochkommen, Sepp? Warum hast du denn da oben geparkt? Berlin Blau, habe ich gesagt. Ich habe sogar extra einen Marker auf Google Maps gesetzt. Komm ich doch mit dem Jetpack gar nicht hoch. Ja, du hast doch vorhin gesagt, dass hier die Schwerkraft so hoch ist. Woher soll ich das denn wissen? Ja, die Schwerkraft, aber die Bäume auch. Ist auch sehr hoch. Toll. Ich hier wieder zu Fuß gehen. Meine guten Schuhe an. Diesen Matsch doch mal an hier. Ekelhaft. Was ziehst du auch solchen Schuhe an bei dem Wetter? Das hab ich dir vorher schon gesagt. Du hast gesagt, wir bleiben nicht lange. Nur im Raumschiff. Hättest du dir ordentliche Schuhe angezogen, hätten wir auch zu Fuß gehen können. Aber du wolltest ja unbedingt mit dem Auto fahren. Ja, ich geh jetzt hier lang, wo ich will. So, Obi erklärt. Euer Logbuch ist leider danach gelöscht worden. Siehst du? Ja. Die toten Nomai haben den Eindringling untersucht, weil sie ein komisches Signal gefunden haben. Ein komisches oder ein kosmisches Signal? Jetzt bin ich hier im Dings und kann zum Raumschiff. Ah, das hast du sehr schlau geplant. Gar kein Problem hier. Oh. Ach, da ist der Eingang. Das war knapp. Das ist überhaupt logisch, dass das Raumschiff dann wieder mit runterfällt? Würde das nicht fast dann hoch? Ich hätte auch gedacht, dass das oben bleibt. Ja, das war wirklich ein cooles Manöver. Das war gut, ja. So, nochmal. Ein komisches Signal auf dem Eindringling. Das Signal erwies sich als Geistermaterie. Sie war im Kern des Eindringlings gefangen, bis sie sich explosionsartig im Sonnensystem ausgebreitet hat. Ah, stimmt. Ja, das kommt mir bekannt vor. Genau, die wurde dann im ganzen Sonnensystem verteilt und deswegen haben wir hier überall so Geistermaterie. Es soll uns einfach nur nerven, die Geistermaterie, ne? Die Spuren davon sind immer noch an einigen Stellen im System zu finden. Ja, sehr gut. Danke für die Erinnerung. Sepp, du hattest übrigens recht. Ich weiß, womit? Die Insel hat natürlich ein geheimes Untergrundlabor, wo man von unten herankommt. Erst habe ich jetzt nicht gesehen, wie du da rein bist. Aber gut, ja. Aber das habe ich auch nur rausgefunden, weil ich so krass im Baum geparkt habe, dass wir danach im Wasser gelandet sind und ich bei der Landung unter der Insel war. Ja, siehst du, habe ich doch gut geparkt. Ja, das sagst du am Ende immer. Riechst es immer so, wie du es gern hättest. Hatte der Fels da eben auch schon Gesicht oder gucke ich schon schief? Ich meine nicht eben. Ja. So schließt sich der Kreis. Hierauf, wärst du bitte so freundlich und trittst etwas zurück, damit Dats näher an die Statue ran kann. Bei der Verknüpfung wählt die Statue diejenigen aus, die sich am nächsten an der Statue befinden. Siehst du, wie sich die Augen geöffnet haben? Daran können wir erkennen, dass sich die Statue mit Dats verknüpft hat. Egal, wo sich Dats im Sternsystem aufhält, seine Statue, seine Erinnerungen aufzeichnen und sie dem Projekt Zwillingsasche übertragen. Oh. Das ist eine außerordentliche Bildhauerleistung, Phlox. Er hat sich wahrlich selbst übertroffen, nicht wahr? Da wir nun unsere erste erfolgreiche Verknüpfung erstellt haben, können wir endlich den Prototypen meines Erinnerungsspeichers testen. Jede Statue überträgt die Erinnerung eines einzelnen Nomads ihrem
oder seinen Erinnerungsspeicher auf Zwillingsasche. Jede Speichereinheit ist ausgestattet mit einer Maske, die zur jeweiligen Statue passt. Sie dient dazu, den gespeicherten Erinnerungen wieder an den jeweiligen Nomai zu übertragen. Mhm. Maske? Nee. Hoff's nicht. Nee, ich auch nicht so ganz. Oh, guck mal, wie wir aussehen. Wenn er für den Kopf? Ist das nicht unser Koffer mit dem Jetpack bestimmt? Also unser Rucksack? Ich weiß nicht, aber... Hm. Gruselig. Also, könntest jetzt die Sonde hinstellen und den Schatten angucken lassen und dich dann zur Seite drehen, wenn du dich... Ich kann mich auch... Winkt. Das ist ein Rucksack, ein Schlafsack. Ja. Wenn es mal spät wird, ne? Ja. Schatten sieht aus wie der Prinzess Katamari. Ja, stimmt. Da werden wir wieder. Ja. Deswegen mag ich das so gerne. Zweiter Schleiß, Kreis geschlossen, Schleiß getroffen, ja. Ja. Siebte Stunde, ne? Mhm. Ich habe die Masken innerhalb des Projekts Zwillingsasche angebracht, Phlox. Sie sehen wundervoll aus, obwohl ich das Gefühl habe, beobachtet zu werden. Es ist beruhigend zu wissen, dass sich die Statuen nicht verknüpft werden, solange das Projekt nicht erfolgreich abgeschlossen ist. Andernfalls wären die Erlebnisse kaum auszuhalten. Idealerweise werden sie nur aktiviert werden, wenn das Projekt Erfolg hat. Zur Sicherheit werden die Statuen aber auch im Falle einer Fehlfunktion aktiviert. Werden sie das? Warum? Sollte irgendwas schief gehen beim Projekt Zwillingsasche, sorgen die Statuen und die Masken dafür, dass wir es erkennen und versetzen uns so in die Lage, die Probleme zu beheben. Mhm. Andernfalls besteht die Möglichkeit, dass wir Probleme gar nicht bemerken. Aha. Daran hatte ich gar nicht gedacht. Das wäre tatsächlich ein schreckliches Schicksal. Mhm. Also richtig raff ich es überhaupt nicht, aber... Nee, ich auch nicht. Also wir sind ja mit so einer Statue. So, sowas habe ich aber schon mal gesehen. Angeber. Was? Wir waren doch schon mal irgendwo. Das, gut, das war dann wahrscheinlich auf Zwillingsasche, ja? Ja, ich glaube auch. Also wir sind ja anscheinend... mit so einer, mit der Maske oder so einem Gedächtnisspeicher verknüpft. Aber der. Aber die anderen, unsere anderen Kollegen ja eigentlich nicht. Und die haben ja auch mehr oder weniger Erinnerungen. Nee, nur der eine. War das nur der? Ja. Oh nein, ich höre schon die Musik vom Ende. Sagt München, wir waren doch schon irgendwo. Wir kommen wieder oben hin. So, mit wir waren, hab ich das so Flugzeug gesagt? Wir waren doch schon irgendwo. Was? Was hast du? Ich höre die Musik. Ja. Ja, wir waren doch schon irgendwo, ist ein sehr wahrer Satz. Dem ist schwer zu widersprechen. Oh nein, es ist ja noch das Boot kaputt. Ist hier Wind? Und wir sind auch noch im Weltall jetzt. Ah, okay, aber dann kann ich trotzdem hin, warte. Jetzt kommen hier wieder die Spezialmanöver. Bin ich hier, wo ich hin wollte? Ja, ne? Nein, da hinten wollte ich hin. Oh. Ach. Ah, gemein. Ein Raumschiff auf dem Wasser wird für Möbel direkt zum Boot. Ja. Ja, Raumschiff oder Schiff? Ja, heißt ja auch Schiff. Hat sich der Weihnachtsmann vor dem Schlittenkauf gefragt, ob sich das rentiert. Sehr schön. Ja. Endlich habe ich hier auch mal was zu lachen. So.
Endlich Spaß. Endlich Spaß, ja. Oh, Anzug. Das sieht aber anders aus, der Strahl, der hier hochkommt. Der ist viel wabbeliger. Finde ich sonst ein bisschen eckiger. Was ist das denn da für ein komischer Phantommond? Der ist mir ja völlig egal. Die Laune ist hier doch wichtig. Ach ja, oh, das triggert gar nicht mehr. Das ist ja doof. Ist das abgestellt? Da muss man es anders schreiben. Nee, eigentlich. Das so. Ich finde auch doof, dass man aus dem Bjornboard-Dings nicht direkt die Knöpfe einfach auslösen kann. Dass ich da erst den Receiver verstarten muss. Gute Laune. Ja, Sepp kann's. Aber ich habe auch gerade nochmal reingeschaut. Großem G und großem L ist nicht drin, zum als Trigger. Also hier jetzt abtauchen, ne? Also nur beides klein, oder? Nee, Laune muss groß geschrieben sein. Aber ich habe halt nicht daran gedacht, dass es auch so einzeln als Dings sein könnte. Ah! Nur gute Laune schreibt. Och Mann, ey. Ist aber auch hier ein. Habe ich mich hier in meinem Kabel verheddert? Ja, ich bin hier in der Höhle irgendwie im Weltraum gefangen. Du hast alles kaputt gemacht, Spieler unten. Nein, nein, das war schon so. Das ist eine Limited Edition. Was ist denn da hinten noch für schöne Algen? Bin ich nur unten an der Insel, ja, ne? Ich versuche gerade zu lenken. Kann mir nicht reden. So. Da. Wow. Oh nein! Ist jetzt wieder runtergefallen oder was ist das? Nein, der Reaktor war kaputt. Ach so. Ich. Ja, ja. Ich hab dir das schon gesagt, dass du kein Multitasking kannst. Warum versuchst du das immer wieder? Was redest du mich auch voll, wenn ich da am Manövrieren bin? Weißt du noch, wie elegant ich hier das fremde Raumschiff auf unserem Planeten gelandet habe? Das war schön. Ja. Ist aber auch schon lange her. Gut, dass ich davon einen Clip gemacht habe. Früher hast du solche tollen Sachen noch gemacht. Heute kann ich davon nichts mehr erkennen. Früher musste ich dich noch beeindrucken. Heute reicht schon, wenn ich einmal Blumen mitbringe. Gibst du dir gar keine Mühe mehr. Ja, es kommt so ein bisschen Stardew Valley Vibes hoch hier. Was heißt du jetzt gerade noch? Was? In das Labor, da ist noch eine Schrifttafel, die wir nicht gelesen haben. Okay. Ja, da wird wahrscheinlich auch nicht stehen, warum. Warum, wie wir in den Kern reinkommen, aber. Aber vielleicht doch. So. Ja, das jetzt aber elegant reingesteuert. Ah, oben möchte ich hin. Wow. Sind wir schon wieder im Mail, bin ich. Willst du da. Also. Ist. Geht anscheinend nicht mit Gewalt. Achtung, wir sind wieder im Weltall. Ja. Werde jetzt im Weltall
Ach, ohne Anzug rausgehen. Nein! Das ist unfassbar, ey. Ach, ich hab diese Erstickgeräusche noch nicht gehört wie heute. Oh, zwei Fails in Folge. Ja, beide sitzen vor der Kamera. Die Sounds sind nur sehr leise, gerade gewundert, wo die bleiben. Ich hab sie gehört. Ich auch, eigentlich auch recht laut. Das heißt ja nicht, dass sie im Stream auch genauso laut sind. Ja, leider. Das stimmt. Obwohl? Nein. Nee. Wir müssen den OBS trotzdem nochmal runterstellen. Da läuft ja das Spiel auch über eine andere Quelle als der Desktop-Audio. Boah, nee, oder? Das war gar nicht so, oder? Ja. Ruby postet schon fleißig Clips in Discord. Oh, schön. Aber auch um unsere Erinnerung wieder aufzufrischen. Weißt du, wie wir eben gestorben sind? Ja. Ich hab's schon fast wieder vergessen. So, erstmal hier gerade hochkommen. So. Brown Pants Moment. Bei der Planetenannäherung, sagt Tassilo. Das Spiel ist heute, glaube ich, auch lauter, sagt Sales. Das ist doch hier gleich wieder alles kacke. Vielleicht sollten wir einfach abwarten, bis es erstmal hochgeflogen ist und wieder runter. Oder? Ja. Vielleicht. Was war? Nee, ne? Jetzt. Ja, aber solange man uns noch gut versteht, ist ja. Es kann doch nicht so schwierig sein, da hochzukommen, Mann. Da gibt's ja doch einen anderen Weg. Also vorher hast du das irgendwie anders gemacht. Warum musst du denn unbedingt mit dem Raumschiff da rauf? Weil ich da nicht anders hinkomme. Da rechts ist doch ein Weg. Na, hier sind wir auch falsch. So. Ich muss. So. Jetpack. Was passiert hier? Jetpack geht nicht, weil. Weil Schwerkraft. Genau. Ich steige nochmal aus und zeige dir, wie wir müssen. Da hoch, links. Siehst du das? Da wo dieses Dings ist? Ja. Ja. Da wollen wir hin. Die roten Anzeigen links unten sind die Schadensmeldungen. Das zeigt an, wie viele Punkte ich schon gemacht habe. Ich glaube ja. So, da möchte ich hin, weil da noch eine Wand ist mit Text. Aber da kommen wir nicht anders hin. Ich würde keinen Weg hin. Stimmt, es wäre viel leichter, da hochzukommen, wenn es nicht diese Schwerkraft geben würde. Ach so. Zum Beispiel, wenn wir gerade im Weltraum sind. Ja, aber darauf kann ich nicht warten. Wenn er im Cockpit sitzt. Ja, weiß ich gar nicht, die Schadensanzeigen. Wenn ich ohne Schwerkraft da hochgehe, dann sterben wir beim Runterfallen. Ach, guck mal, hier ist eine Tür. Achso, das ist die. Hä? Die? Achso, das ist jetzt nur Abkürzung oder was? Ja, aber auch nur für diesen Run. Ja. Einfach kurz bevor wir unten aufschlagen, einmal hochspringen, wie im Fahrstuhl, weißt du? Klappt bestimmt. Mhm.
Die Nomai überlassen nichts dem Zufall. Hier da, den Felsen meinte ich. Wie? So, mit den Augen. Ja. Ja. Hm. Der noch nicht ganz fertig geworden. Oh. Oder schon wieder kaputt. Ich glaube, das war schon wieder ein Tipp von Obi. Ja, natürlich. Ich, wie Obi sich fühlen muss mit seinen ganzen Tipps, die wir dann übergehen und nicht weiter darauf eingehen, weil wir es nicht raffen. Was ist denn da oben dieser Ring? Ich sehe nicht auch irgendwo so einen auf dem Boden. Können wir uns da vielleicht. Da ist ein Wirbelsturm drauf, oder ist das nur dann das. Ja, das haben wir schon ganz oft. Kann man da vielleicht drauf stehen und dann stirbt man nicht, wenn wir aufprallen? Meinst du? Hier ist auch sowas. So, das ist. Wieso ist hier schon wieder Musik? Weiß ich auch nicht. Nur darüber. Nee, da wird auch nur so eine Bodenplatte sein, ne? Ja, okay. Folgen die Wirbelstürme denn einem bestimmten Muster, dass die regelmäßig die. Ja, ich denke schon. Also, wir hatten ja vorhin auch, als wir da geparkt hatten, sind wir dann nachher auch nochmal hochgeflogen. Ja. Manchmal hat das Spiel einfach Musik, sagt Obi. Ja, das hat sich so nach melancholischer Endmusik wieder angehört, ja, ne? Wäre auch cool, wenn wir einfach oben aus dem Raumschiff aussteigen könnten. Du kannst es ja umdrehen. Ich glaube, dafür sind die Stabilisatoren zu stark. Oh, warte, ich höre schon wieder Wind. Raumschiff. Ja, ja. Ach, und jetzt kann ich wahrscheinlich wirklich mich hier reinstellen und da passiert nichts. Aha. Du bist ja schlau. Ach, die sind jetzt an? Die ja. Sind alle an jetzt? Aha. Ja, habe ich gewusst. Autsch. Nee? Nee. Okay. Was? 3 Minuten Sauerstoff? Schön. Die ist doch noch halb voll. Naja. Zum Text. Ich bin neugierig. Ist das Zurücksenden oder in Erinnerung eines Wesens in der Zeit dasselbe wie das Zurücksenden eines Wesens selbst? Ein Beispiel. Indem ich meine Erinnerung in der Zeit zurücksende, ist dasselbe, als wenn ich mich in meinen physischen Körper, sondern meine Essenz in der Zeit zurücksende. Oha. Ich kann mir vorstellen, dass das 2 verschiedene Dinge sind. Wäre beides aber nicht effektiv dasselbe? Was ist, wenn damit die Zeit neu geschrieben wurde? Ich glaube, es ist ein Unterschied, ob man das tut oder lediglich Erinnerungen erhält, die praktisch aus der Zukunft stammen. What? Ist das Endresultat in beiden Fällen nicht dasselbe? Jetzt wird's philosophisch, ja. Das geht so ein bisschen in Richtung Brain in a Tank, ne? Oder wie das heißt. Das, ja. Also ich hatte auch mal, kennst du den Film Strange Days? Ich glaube nicht. Es ist auch so ein Neo-Noir, wenn man so möchte. Mhm. Und da geht es darum, dass du dir quasi Erinnerungen kaufen kannst, die du aber mit so einem Gerät dann halt nachleben kannst. Ja. Was dann natürlich auch ganz viele für Pornos und so benutzen. Mhm. Wie das halt so ist. Und in dem Film geht es dann darum, dass da irgendwie ein Mord aufgezeichnet wird und der halt aufgeklärt werden soll. Und daraufhin hatte ich dann die Idee, dass ja eigentlich ganz viel von den Erlebnissen, die wir so haben, eigentlich, sobald sie vorbei sind, auch nur noch Erinnerungen sind.
was ich meine? Ja. Und ist das nicht sogar so ein Werbespruch von Albert Schweitzer? Von wegen, dass man sich eher eine gute Erinnerung für sein Geld kaufen soll, anstatt irgendwelche materiellen Sachen, also Erlebnisse. Ja, das kann sein. Im Shadowrun-Universum, sagt Tassido, gibt es BTL-Chips, Better Than Life, wird als Drogenersatz genommen. Ja, den Ansatz gibt es ja schon auch in vielen Medien, sag ich mal, oder vielen Geschichten. Ne? Der dreht uns rein, ne? So, haben wir da irgendwas Neues gelernt? Nee, ne? Naja, die Frage ist gerade, ob wir tatsächlich selber immer in der Zeit zurückgeschickt werden oder nur unsere Erinnerungen. Ach so, ja. Aber ich meinte eigentlich über den Kern. Nö, über den Kern nicht. Nö. Auch hier mit dem Quallen nichts gelernt, ne? Die gehen da einfach so rein. Die kriegen auch ordentlich was ab. Tassido hatte eine Idee dazu, sagt Obi. Soll ich einfach nochmal nach oben scrollen? Hier, sieht aus wie beim Augenarzt. Wo gehen die denn überhaupt hin, wenn die hochschwimmen? Kommen wir irgendwann wieder runter, oder? Weiß nicht, gut, die kommen ja wahrscheinlich auch nicht. Oh, München drin, hatte ne? gesagt, kommst du mit deinem Anzug eventuell unter eine Qualle. Ach ja, genau. Okay, also von oben drauf schon mal nicht. Ja, jedenfalls hatte ich dann irgendwie die Idee, nachdem ich Strange Days gesehen habe, dass es wohl wäre, ob man sich nicht einfach so Erinnerungen an einen Urlaub oder so kaufen könnte. Dass ich das ein sehr faszinierendes Konzept finde. Ja, das ist ja im Grunde dann schon sehr nah an dem Thema ja, virtuelles Erleben sozusagen. Ist die Frage, ob es da überhaupt eine Grenze zwischen gibt. Ein bisschen. Okay, also bei diesen Quallen ist es umgekehrt. Der Schirm ist gefährlich und die Tentakel nicht, ja? Es sieht so aus. Es ist echt, also auch... Es ist irgendwie... ja, okay, ich war... Oh, aber hast du gesehen? Ich bin da so durchgeklippt. Nee. Ich glaube, ich kann in den Helm rein. Oh. Ja, war das nicht bei hier mit Arnie, der Film? Ja, genau. Der auch geremaked wurde. Genau. Get your ass to Mars. Was war das denn? Oh, ich hab ja noch neulich erst geguckt. Irgendwas mit Tomorrow? Nee. A Total Recall. Ja, sag ich doch. Totale Erinnerung. Fängt auch mit TO an. Mhm. Sido meinte, seine Idee war es nicht. Bei dem Spiel bin ich raus. Ich bin nur wegen der Caster und der Viewer hier. Das ist schön. Ah, den war meine Umfrage mal. Und die könnte ich eigentlich auch noch vom Bot spammen lassen. Jo. Okay, aber jetzt habe ich ein Déjà-vu, dass man nicht von oben raufkommt, hat Möpa doch erst vorhin probiert. Ja. Aber das war mit dem Raumschiff, glaube ich. Weil ich glaube, wenn ich als Raumfahrer einfach nur in dem Ding drin bin, dann geht's. Ja. Rick und Morty hatten auch eine Folge dazu. Genau, Tassido hat wahrscheinlich Total Recall geschrieben, bevor wir es gesagt haben. Ja. Und der Kindergartenkopf, genau.
Den habe ich, glaube ich, gar nicht gesehen. Oder ich habe den gesehen. Ist auch ein bisschen witzig. Ja, das stimmt. Untiefen ist eigentlich auch ein komisches Wort, oder? Ist es denn einfach Höhen heißen? Ja, ist so ein bisschen so eine doppelte Verneinung, ne? Untiefen. Was dann wohl eher so wie Untier oder so. Oder Unmensch. Was ist das? Ja. Untiefen. Nee, stimmt, bei Untier. Ach, ich hab keinen Anzug an. Ach, ja. Da negiert es ja so gut sozusagen das andere Wort und bei Untiefen verstärkt es das ja eher. Mich erinnert, dass die Ertrinksound hatten wir auch nie. Ne? Ja, muss man ja auch mal ausprobieren. Ne? Schön, der Fail-Sound gleichzeitig mit dem keuchenden wieder aufwachen. Da denke ich jedes Mal an Neo, wie er aus der Matrix erwacht das erste Mal. Ja. Dankeschön, dass sie da. Es gibt ein paar Rest in Peace. Cheers. Hauptsache Cheers. Alle Cheers sind gut. Ja. Dafür sterben wir doch gerne, ne? Ja. Mich erinnert das hier gerade an Interstellar. Kleines Raumschiff, riesige Wassermassen. Ja, das stimmt natürlich. Oh ja, stimmt. Gabro sieht auch ein bisschen wie Matt Damon aus, sagt Obi. Spoiler. Stimmt. Wie alt ist Interstellar jetzt? Ja, alt genug, dass man... Ich meine, wird das immer noch? Naja, breiten wir den Spoiler nicht noch weiter aus. Ja. Was? München und hier wissen sie auch nicht genau, was eigentlich los ist. Ja, genau. Eine gute. Nee, doch nicht. Doch. Ja. Gerade wo wir von, ich war gerade auch wieder kurz verwirrt, wo wir vor diesen, also die Wirbelstürme von vorne gesehen haben und wenn man dann sich vorstellt, okay, welcher dreht sich jetzt nach links und welcher nach rechts. Ja. War ja unsere, merke ich immer, wenn ich versuche meinen Kindern zu erklären, ne, wie sie jetzt irgendwas auf- oder zudrehen sollen, dass das ja völlig bescheuert ist, wie wir sagen, nach links oder nach rechts. Ja, ist es auch, genau, danke. Ich hatte da mal eine große, schlimme Diskussion mit einer Bekannten von mir. Ja. Nee, es ist einfach, man muss halt wissen, wie es gemeint ist, ne? Ja. Und, ist völlig nach. Du bist irgendwie nicht in der Mitte. Es ist auch völlig nachvollziehbar, dass Kinder, die halt das noch nicht wissen zum Beispiel, dann erstmal verwirrt sind. Weil wenn man auf eine Flasche von vorne raufguckt zum Beispiel und sagt, man soll den Deckel nach links drehen, dann muss man die Vorderseite nämlich eigentlich nach rechts drehen. Ja, genau, man. Wow. Oh. Ja, sehe ich auch im Kopf drin. Ja, so ist gut. Boah, ist das eklig. Ja. Righty tighty, lefty loosey. Sagt Tassido. Nach rechts. Ich habe da auch Probleme mit. Ach so, oh mein Gott. Ich glaube, es hat geklappt. Ja. Ach so, für, mich nicht rauszugehen. Ein Merkspruch für wo festmachen und wo lose machen ist. Gut, den kannte ich noch nicht. Qualle, I want you inside me. Ja. Ich fürchte aber, das war gerade non-consensual.
was Mipor da mit der Qualle gemacht hat. Ich fürchte auch. Ich habe eine Schwäche bei rechts, links und musste das auswendig lernen. Ja, rechts, links Schwäche gibt's ja. Es ist ja auch ein sehr abstraktes Modell, dieses rechts und dieses links, ne? Und wenn man dann noch daran denkt, dass angeblich ja die Augen eigentlich alles spiegeln, was man sieht. Das noch. Und warum ist im Spiegel, was links ist, rechts und umgekehrt, aber oben und unten nicht vertauscht und solche Sachen? Tassido sagt zu rechts, links. Ich habe gestern mit zwei Freunden World of Tanks gespielt. Ansage von mir, okay, links runter. Die beiden fahren das echte links. Ich nach rechts. Ach so. Ja. Ja, ich mache das auch sehr gerne, dass ich, wenn ich jemand anderem Richtungsangaben gebe, dass ich das dann von der Person aus schon mit einberechne, was dann aber oft auch zu Verwirrung führt. München sagt, eigentlich ist es ja um 180% gedreht. Unsere Augen drehen es ja um. 180 Grad meinst du ja wahrscheinlich. Deswegen bin ich einmal durch die Führerscheinpraxis gefallen, sagt sie jetzt. Oh, ja. Das ist natürlich schade. Ich habe bei meiner Führerscheinpraxisprüfung hat es angefangen zu regnen. Ich bin im strömenden Regen immer weitergefahren, ohne den Scheibenwischer anzumachen. Oh nein. Weil ich fest der Überzeugung war, dass der auf automatisch gestellt ist und dass er jeden Moment angehen müsste. Oh, das ist bitter. Ja, Abruf nein, aber... Daten von Sonde 9 Millionen und... Visualisierung der aktuellen Flugbahn der Sonde. Okay. Ich bin deswegen aber nicht durchgefallen. Ich glaube, der Prüfer hat dann gesagt, wollen Sie nicht mal langsam den Scheibenwischer anmachen. Das ist aber sehr lieb. Ja. Und dann bin ich noch auf der Umgehungsstraße mit 100 im vierten Gang gefahren, weil ich vergessen habe, in den fünften zu schalten. Aber auch das war nicht so schlimm, Gott sei Dank. So, wo sind wir? Das habe ich doch... Wir sind doch irgendwo. Das habe ich doch schon mal gesehen. Wir sind in dem Teil, was die runtergeschossen haben. Ach so, wir sind ja reingekommen. Ich habe echt... Oh, was passiert jetzt? Ich habe überhaupt nicht aufgepasst. Ah, okay, das sind die ganzen Sonden. Die 9 Millionen. Und die eine ist richtig. Da ist der Kern des Universums. Abruf vorheriger Startdaten für Zwillingsasche. Also das Auge des Universums, ja. Gesamtanzahl gestarteter Sonden, ja. Eine Weltraumanomalie, die alle bekannten Kennzeichen des Auges aufweist, wurde von Sonde so und so viel aufgespürt. Sind aber andere Zahl, 54 am Ende. Auch 84. 30 okay. Sonden haben sie danach noch weitergeschickt. Ja gut, dauert ja vielleicht auch ein bisschen, bis die Daten zurückkommen, ne? Ja, stimmt. War ganz schön spannend gerade. Gab noch ein paar andere Punkte, aber das, was war es, was mich vorher eh schon verunsichert hatte bei Sils Führerscheinprüfung. 100 im vierten Gang geht doch noch, ja. Stelle gespeicherte Standortkoordinaten wieder her, ja. Standort des Auge des Universums wird angezeigt. Was, wo? Das, ja, da. Das kann ich nicht lesen. Wow. Nicht. Geht's nach da oben. Das hier an. So, aber das ist doch wahrscheinlich... Warte mal. Ah, ich glaube, ich habe jetzt die Zwillingsasche. Da können wir uns bestimmt hier die Dings von den beiden Forschern angucken, oder?
in deren Köpfen. Die Erinnerung. Abhängen. Ja. Hm. Modul Projektionsstein. Erstmal hier Infos lesen, ne? Das ist wichtiger. Nee, weißt du, was noch viel wichtiger ist? Chat lesen. München sagt, mein Prüfer meinte, fahren war gut, eingeparkt haben sie jedoch wieder wie ein Pferd. Hm. Das hört sich ein bisschen an wie eine Antwort bei einem Monkey Island Wortgefecht. Mello, stell dir vor, Privet, das Sondennachführungsmodul wird von uns allen zuerst die Koordinaten des Auges des Universums erfahren. Du wirst der Erste sein, die sie mit eigenen Augen sieht. Es ehrt mich und macht mir auch etwas Angst. Du wirst doch von der Sondenorbitalkanone nicht verlangen, dass sie so viel Energie aufwendet, dass sie kaputt geht, oder? Mach dir keine Sorgen, meine nervöse Freundin. Wir müssen die Sonde ja nur ein einziges Mal abschießen. Wen stört es also, wenn die Sondenorbitalkanone etwas beschädigt wird? Mich stört es, Mellow. Mich stört es, weil wir keine Daten der Sonde empfangen können, wenn das Sondennachführungsmodul zerstört wird. Achso, das hatten wir schon. Und das Nachführungsmodul wurde zerstört, ja? Ja. Aufregende Neuigkeiten. Zwillingsasche ist bald in der Lage, die Sondendaten der Sondenorbitalkanone zu empfangen. Hä? Ja, es wurden ja Daten empfangen, ne? Ja, Rami führt noch ein paar letzte Handgriffe aus, aber sie soll schon bald fertig sein. Seid ihr in die Orbitalkanone auch schon bereit? Sind wir. Das Sonnennachführungsmodul ist bereits in der Lage, die Flugbahn jedes Starts nachzuverfolgen und automatisch alle relevanten Daten an euch übertragen. Blick auf das gesamte Projekt macht ihr momentan die strukturelle Integrität der Kanone und die moralische Integrität der Besatzung mehr Sorgen. Sobald die Sonde die Position des Auges des Universums im Mittel hat, werde ich mir und Rami eine Nachricht senden. Dir und Rami, okay. Ach, guck mal. So, der Prüfer hatte bei mir auch gesagt, sagt Obi, dass die Radkappe beim Einparken bestimmt gelitten hat. Oha. Aua. Kämpfst wie eine Kuh, genau. Achso, was ist die richtige Antwort? Du kämpfst wie ein Bauer und. Genau, wie passend, du kämpfst mich wie eine Kuh. Ja, genau. Oh. Ja, und nu? Und dann wäre vielleicht die richtige Antwort auf Fahren, war gut eingeparkt, haben sie jedoch wie ein Pferd. Na, dann war es ja wenigstens ein angenehmer Ritt. Naja. Ich geh nochmal die Symbole an. Diese hier. Ja, die in der Luft. Es sind aber keine Buchstaben. Ja, das wäre ja auch zu einfach. Ist doch nicht, wie rum das gelesen werden muss. Kannst du die nicht entziffern? Wir haben doch ein Übersetzungsdings. So. Aber. Geht nicht, ne? Nee. Was sind das für Symbole? Von den Planeten hatten die Planeten jeder ein Symbol? Zwilling, Tornado. Die Zusatzzahlen von letzter Woche? Aber nee, die müssen ja auf jeden Fall von dieser Seite aus gelesen werden, weil hier rum ist ja Dings. Aber ich weiß noch nicht mal, ob das jetzt so rum gelesen wird. Nee, es muss ja von hier aus gelesen werden. So, das Ding hat ja ausgelöst. Was stand beim Text? Im Text stand, das sind die Koordinaten des Auges des Universums, oder? Ja, ja. Der gespeicherte Standortkoordinaten von Zwillingsasche wieder her. Standort des Auges des Universums wird angezeigt, ja. Ist das irgendwie das gleiche oder was? Ich habe keinen Schimmer. Das stand beim Text. Koordinaten zum Auge scheint mir relevant zu sein. Ja, aber. Das wusste ich ja, dass die das sind, aber ich kann die ja nicht entziffern. Ich weiß nicht, wo ich das eingeben können sollte oder so. Das ist so ein L, was nach vorne gekippt ist. Dann so ein X, was oben zu ist. Und dann ein sehr stylisches N. LXN.
Oder ich mache einen Screenshot. Ja. Oder ein Clip. Oder so ein Foto. Ja. Oder ist es ein S? Ja, könnte auch ein Z sein. So, ich habe übrigens schon, ich habe ein bisschen Theorien. Ja. Wir hatten ja mal die Frage, warum es denn erst tausende Jahre später diese Zeitschleife entstanden ist, sozusagen. Ja. Und wir haben jetzt rausgefunden, dass die Kanone 1 Million mal, oder 9 Millionen, waren es 9 Millionen? 9 Millionen mal abgeschossen haben, bevor sie das Auge des Universums gefunden haben. Genau. So, die haben ja anscheinend das so geplant, wenn ich das richtig verstehe, so, dass die Sonde abgeschossen wird und danach immer wieder die Zeit zurückgesetzt wird, also für die Sonde zumindest. Ja. Und dass sie dann immer wieder abgeschossen wird und die Erinnerungen, die die Sonne einsammelt, beziehungsweise die Sonde, die Daten werden immer wieder aber in die normale Zeit zurückgeschickt. Genau. Irgendwie so. So, aber das heißt ja, dass diese ganzen Versuche, also diese 9 Millionen Versuche sozusagen in Echtzeit ablaufen. Und da waren wahrscheinlich nicht 9 Millionen geplant. Und das halt jetzt erst, nach 1000 Jahren hat halt die 9 millionste Sonde tatsächlich dann erst das Auge des Universums gefunden. Und das kann natürlich sein, ja. Und damit dann irgendwie diese Zeitschleife in dieser Zeit dann irgendwie ausgelöst. Hm. Ja. Das klingt auf jeden Fall gut. Ja, es könnte auch ein S sein, der letzte Buchstabe. Ich glaube, ein umgedrehtes, ne? Also eher ein Z. Ja, hier ist es. Ja, da ist es doch. Mensch, wir haben es gefunden. Hey. Ja. Ja, ich dachte ja eben irgendwie, dass die Koordinaten mit Zwillingsasche identisch sein könnten, aber dann würde diese Grafik ja anzeigen, dass die Sonde nicht sehr weit geflogen ist, bis sie das Auge des Universums gefunden hat. Und ja, das passt dann ja nicht. Hm. Ja, was machen wir jetzt damit? Ja, überlege ich auch gerade. Ich gehe hier erstmal wieder raus, ne? Ja. Ist aber auch schon wieder nach 22 Uhr, sehe ich gerade. Ja, ich glaube, das wird der letzte Mal, deswegen muss ich jetzt vielleicht einfach noch gucken, ob wir nochmal zurück zum Schiff schaffen. Ich komme ja gar nicht, doch. Weil hier ist alles Wasser. Wie komme ich denn hier wieder raus? Ich habe schon eine Menge herausgefunden. Das freut mich. Ja. Aber wie immer wissen wir nicht so richtig, was wir damit anfangen sollen. Vielleicht ist der Schock beim Austreten auch für uns zu überleben. Tatsache. Was? Ach so. Er ist zu überleben. Ist überlebbar. Zu überleben, ja. Das ist unser Schiffchen. Was wahrscheinlich jetzt direkt an uns vorbeischwimmt. Da oben in dem Ding drin ist. Ja, oder? Ist ja witzig. In die Richtung geht es ganz einfach, da durchzukommen. Scheißarbeit gewesen sein, das zu programmieren. Weil einerseits muss es ja alles physikalisch irgendwie passen, aber dann sind halt doch wieder solche Eigenheiten drin. So, Schiffslog ansehen. Das ist wahrscheinlich so ein Spiel, wo man
wahrscheinlich am besten eine eigene Engine für schreibt und ich denke auch, keine. Das würde mich jetzt mal interessieren, weil wo hatte ich das Thema letztens? Bei Celeste. Weiß ich nicht mehr. In dem Celeste-Video war das drin. In dem Game Makers Toolkit? Ja. Ja, das kann sein. Habe ich mir das schon ganz angeguckt? Das kommt, glaube ich, relativ früh auf jeden Fall. Darüber reden, wie hoch sie springen kann und so. So, die Sonnenorbitalkanone hat Millionen von Sonnen gestartet. Die so und so vielte Sonne spürte eine Weltraumanomalie auf, die alle bekannten Kriterien für das Auge erfüllte. Das Sondennachführmodul zeichnet automatisch die Flugbahn jeder Sonde auf und überträgt die Daten an das Projekt Zwillingsasche. Aber nochmal Koordinaten gefunden, die den Standort des Auges im Universum markieren. Ja. Würde ich da gerne hin. Ja. Engine Unity sagt Tassido laut Wiki. Ja, danke, das hätte ich jetzt am liebsten auch direkt nachgeguckt. Und warum ist mein Chat hier eigentlich kaputt? Und für Celeste Engine NA. Ja, wie war das? Die haben da eine eigene gebaut, sozusagen. Mhm. Ja. Meerestiefen. Das Meer ist überraschend ruhig unter den Strömungen. Achso. Passiert die elektrische Barriere und erreicht ihr den Korallenwald im Kern des Planeten. Genau, in einer gefrorenen Qualle. Das ist doch Eis. Ja. Das hätte Feldspat vor der Abreise zum Schwarzdorn hier ein Lager aufgeschlagen, ja. Oh, das ist noch ein Fragezeichen. Ja, das wollten wir vorhin eigentlich machen, aber... nichts gefunden. Was heißt Operatorium? Ja. Mist. Oh, jetzt hätte ich schon gerne noch das alte Safe-Game, ey. Wir hätten richtig viel schon aufgedeckt. Ja. Aber andererseits bin ich auch echt froh, dass es wirklich einfach weitergeht. Hm. Ja. Kartenmodus, achso. Das heißt, wir müssen nochmal nach Zwillingsasche, ne? Ich habe da diesen ganzen Energiekram auch nicht so vollständig verstanden, glaube ich. Ich auch nicht. Wie funktioniert diese Energiegeschichte? Womit sie die Orbitalkanone gefüttert haben? Oder wofür haben sie die Energie gespeichert? Ging es die ganze Zeit um die Orbitalkanone oder ging es noch um was anderes? Nee, es gibt ja noch die Weißloch-Maschine. Stimmt, genau. Weil ich glaube, sie wollten ein schwarzes Loch als Energiequelle dafür nutzen. Ja, genau. Was war eigentlich mit den schwarzen und weißen Löchern? Also damit haben sie herausgefunden, dass sie Informationen aus der Zukunft quasi in die Vergangenheit schicken können. Oder so. Und hier irgendwie in diesen Türmen war doch was drin. Die Energie war für das Projekt Zwillingsasche, sagt Obi. Zeitreise 22 Minuten zurück. Genau. Das ist das Maximum, was sie meinten, was sie hinkriegen. Und dafür brauchen sie ja die schwarzen und weißen Löcher, ne? Genau. Und da müssen sie das ja irgendwie kombiniert haben. Ja, um die Sonde sozusagen unendlich aufzunehmen. Oh nein! Zu können. Was passiert denn jetzt gerade? Sind ich in dem Strudel gefangen gewesen? Weil er direkt darüber gefahren ist. Ah! Ja, okay. Ja, dann war es das wohl für heute. Ja, wir wollten ja eh gerade aufhören, ne? So, und da sehen wir jetzt immer diese Maske mit den Erinnerungen, die wir jetzt wieder mit zurücknehmen in der Zeit. Mhm.
Sandwirbelsturm. Ja, war das nicht das, was da immer rüber geht, ne? Auf den anderen Planeten. Bums, und da wird's wieder abgeschossen. Aber jetzt wissen wir endlich auch ziemlich genau, was da gerade passiert. Die Sonde wird abgeschossen und dabei geht die Orbitalkanone kaputt. Ja. Aber die Sonde wird schon zum Dings geschossen, ne? Hä? Zum was? Es ist schon die Sonde, die zum Zentrum geht, ne? Also zum Auge. Gute Fragen. Ich habe es so verstanden, die haben halt 9 Millionen Dinger da abgeschickt. Mit normaler Kraft. Und dann irgendwann hatten sie ja das Dings da erkannt. Nee, ich habe das anders also verstanden. Mir ist vielleicht auch schon aufgefallen, dass die Sonde bei jedem Time Loop in eine andere Richtung geschossen wird. Ach so. Nee, ist mir nicht aufgefallen, aber genau das habe ich mich gerade gefragt. Das heißt, dann heißt das, wir haben jetzt 30 Time Loops gemacht. Ist das die Differenz der Zahlen? Wo siehst das könnte ja hinkommen, ne? Naja, die 9.800.000 und 54. hat ja das schwarze Loch gefunden. Mhm. Und das ist ja meine Theorie, dass das dann den Time Loop in dieser Zeit für uns ausgelöst hat. Mhm. Und ich denke, dass seitdem halt weiter Sonden abgeschossen werden, was wir halt immer sehen. Ja, nachdem halt das schwarze Auge, das Auge des Universums gefunden wurden. 31 jetzt, sagt Obi. Nee, und ich hab... Was ist das? Achso, das ist nur ein Funke vom Feuer oder ja, so, ne? Sorry. Nee, ich hab das so verstanden, dass die halt angefangen, dass die halt sozusagen das Projekt Zwillingsasche mit der Orbitalkanone verbunden haben. Weil die haben ja davon geredet, ja, wir müssen sie ja nur einmal abschießen. Mhm. Und, also sie haben halt geplant, die abzuschießen und diese Kanone irgendwie in einen Time Loop zu setzen, dass sie halt immer wieder abschießt. Und die Informationen aber in die Normalzeit sozusagen schickt. Und dass die seit diesem ersten Abschuss, also die ist direkt beim ersten Abschuss kaputt gegangen und loopt dann aber seitdem immer in einem 22-Minuten-Loop. Das wäre doch jetzt auch mal interessant zu wissen, was da rauskommt bei 22 Minuten mal 9 Millionen. So, das sind irgendwie so und so viele Minuten, durch 60 sind Stunden. Durch 24 auf der Erde, gut, wir sind nicht auf der Erde, egal, sind Tage, durch 365 sind Jahre, sind aber nur 300 Jahre, ist ein bisschen wenig eigentlich. Ja, aber wissen wir denn, dass es 1000 Jahre sind? Na, es muss eine Zeitspanne sein, in der unsere Spezies sich hier aus so kleinen Fröschen entwickelt hat. Ja, vielleicht geht das so schnell. Wer weiß. Vielleicht ist ein Jahr auf diesem Planet 1000 Menschenjahre. Oder 7000 Hundejahre. Ja, und das wären dann ja schon 14.000 Mark, ne? Ja. Ja. Das ist so dumm. Naja. Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich hatte so schlaue Gedanken gerade. So, also meiner Meinung nach haben die das so geplant, ist egal, beim ersten Abschuss kann alles kaputt gehen, weil das loopt sowieso unendlich weiter und schickt aber die Informationen aus jedem Loop immer an die Nomai halt. Ist halt die Frage, wenn das loopt, zu welchem Zeitpunkt wird das dann geschickt, ne? Läuft es dann parallel sozusagen weiter, ne? Also die normale Zeit läuft weiter und wenn ich es zeigen müsste, ich es spiegelverkehrt zeigen. Die normale Zeit läuft so weiter und die andere läuft immer in einem Loop und dann noch ein Loop und dann noch ein Loop und ne? Ja. So parallel. Sepp der Loopmaster, jawohl. Ja. sehr gut. Vielleicht haben die auch eine Loopmaschine gegessen. Ja, die haben eine sehr große Loopmaschine. Ja. Ja.
Wofür braucht er nicht mal eine Lupe? Oh, ich bin stolz auf den Chat. Ja. Nee, warte mal. Ist das richtig so? Nee, das war falsch. Verdammt, wie war der Command? Aber der ist gar nicht mit Lupe. Es gibt von dir auch noch ein Bild als Sherlock Holmes mit Lupe, ne? Ja, stimmt. Das bräuchten wir jetzt als Emote. Das haben wir. Wir bräuchten eins von dir mit Lupe. Ja, das stimmt. Aber das gibt's nicht. Dankeschön. Wie heißt das richtig? Holmes. Möb Holmes, ja. Wie geht's smart? So einfach? Nee, natürlich nicht. Mit großem S. Egal. So, ich glaube, ich bin da jedenfalls einem etwas ganz heißem auf der Spur. Etwas. Naja. Ja, ich glaube auch. Also ich hatte ja eigentlich gehofft, dass wir es heute schon schaffen, aber dann hätten wir ja nächste Woche nichts zu spielen. Ach, guck mal, das sieht gut aus. Achso, warte mal, da gibt's doch auch noch. Wie war das? Emotes FFZ oder was? Nee. Emotes. Achso. Nee. BTTV. BTTV, ne? Ja. Genau, da kommen alle einmal. Sehr schön. Ja, nur dass mein Controller diesen Glitch hat, den er nicht immer hat. Also hier in der kleinen Ansicht funktioniert er, aber in der großen nicht. Ist schade, aber jetzt auch gerade egal. So, wollten wir noch was? Wir wollten moderieren. Genau, wir haben... Ja, das FFZ-Command funktioniert nicht, weil wir keine FFZ-Emotes eingerichtet haben. Ne? Deswegen denke ich, genau, kommt da nichts. Ja, wir haben viel rausgefunden, sind aber immer noch nicht, fühlen uns immer noch nicht schlau. Nee, nicht so richtig. Aber ich glaube, Mittwoch können wir es packen. Vielleicht, ich weiß es nicht. Ich weiß ja nicht, was da noch alles kommt, aber wir haben jetzt die Koordinaten. Und vielleicht sollten wir nochmal auf den Mond da nochmal mit dem Nomai sprechen, jetzt wo wir wissen, wo das Ding ist. Ja, also man kann immer fast alles nochmal machen, jetzt wo man es mehr versteht alles. Ja, das stimmt. Ja. Ja, aber ich denke auch, also ich meine, wir sind, wir müssen ja schon ziemlich vielen Spuren nachgehen und dann auf die, auf in das Zentrum des Riesen dazu kommen zum Beispiel. Ja. Ja. Ich glaube, wir haben schon ein bisschen was geschafft vom Spiel. Schöner Stream und lustige Tode, ja. Ja, lustige Tode sind immer dabei. Aber das mit dem, also in dieser Höhle zu landen, da. Ich hätte es fast geschafft. Ja. Ja. Einmal mehr, dann hätte es bestimmt geklappt. Ja. So ist es. So, ich gucke mal, wer gerade online ist, wo wir hinraiden können. Ja. Nee, das sieht alles nicht so raidbar aus. Nicht so raidbar aus. Ich weiß nicht, was die Leute spielen. Das sieht komisch aus. Das möchte ich nicht. Hast du jemanden oder hat jemand anders jemanden? Möchte jemand der Raid-Leader sein? Doom spielt Demon's Souls. Das mögen wir hier nicht. Ja, das ist ein tolles Spiel. Also, ja. Wie gesagt, wenn ich mir für ein Spiel eine neue Konsole kaufen würde, dann wäre es das. Oh Mann. Mr. Ach jo, stimmt, Mr. Null und Nix, der hat mich neulich auch geraidet. Warte mal, dann muss ich. Ich habe gelernt, man sollte erst nachgucken, was die Leute machen. Aber der hat ja, glaube ich, Musik gemacht oder so, ne? Live on Stream. Ach, der spielt Scribble.io. Das ist okay. Da gehen wir hin. Da schicke ich euch jetzt hin. Ich muss leider ins Bett. So, alles klar. Gut. Gut, ja.
dann gute Nacht, vielen Dank fürs Reinschauen. Vielen Dank für einen ganzen Tag Unterhaltung. Ihr seid 14 Uhr quasi dauerhaft hier. Ja, du machst ja auch den ganzen Tag Unterhaltung, ja. Ja. Eigentlich mache ich das ja nur aus Eigennutz, damit ich mich nicht langweile. Ja, genau. So, gut. Jetzt schnell, bevor der Raid wieder startet. Ja, genau, alles klar. Mittwoch geht's weiter, wa? Ja, genau. Mittwoch 20 Uhr und dann bis dahin wissen wir auch wieder, was wir machen wollen. Also. Genau. Bis dann. Ciao. Tschüss.